Genau, also genau, erstmal hallo alle zusammen. Mein Name ist Carsten. Ich arbeite jetzt seit 5,5, bald 6 Jahren als Vertretungslehrer an meiner jetzt 8. Schule. Das waren 4 Gymnasien, 2 Berufskollegs und jetzt meine 2. Gesamtschule. Nicht in der Reihenfolge, also ein bisschen gemischter. Und dadurch konnte ich da ziemlich viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Genau, und zwischendurch habe ich mal ein Jahr beim Jens in Fraunhofer gearbeitet und dadurch ist auch ein bisschen die Idee hier gekommen. Ja, denn ich habe noch ein paar Infos, bevor wir starten. Also wenn wir zwei berichten, dann ist das natürlich, das liegt in der Sache der Natur, ist sehr subjektiv. Wir haben uns deswegen halt auch bemüht, ich habe es eingangs ja schon gesagt, noch ein paar andere Leute mit dazu zu hören, ein paar andere Statements und Stimmen zu hören. Und worauf ich jetzt schon hinweisen möchte, ist, wir wollen am Ende wirklich noch einen ausgedehnten Diskussions- und Ausspracheteil haben, wo wir auch neugierig sind, was ihr so zu erzählen habt und wie eure Meinung da vielleicht zu einigen Aspekten sind. Von daher, es wird kontrovers. Ja, also grundsätzlich durch die ganze Entwicklung mit dem Coronavirus, denke ich, ist unsere Gesellschaft in eine Situation gezwungen worden, die es so vorher nicht gab, zumindest in der digitalen Epoche. Auf der einen Seite natürlich die Gesundheitsgefahr, wir haben aber auch starke Unsicherheit bei allen Beteiligten, was denn jetzt die richtige Entscheidung ist. Da ist jetzt im Gesundheitsbereich natürlich ganz klar, aber auch in digitaler Hinsicht. Und gerade dadurch, dass viele einfach im Homeoffice arbeiten, haben wir auch durch Abstands- und Maskenpflicht das Ganze quasi das Problem, dass uns persönliche Nähe einfach fehlt, die vorher selbstverständlich war. Dem einen fehlt sie vielleicht mehr, dem anderen weniger. Aber es gibt halt natürlich neben diesen ganzen Herausforderungen, die da sind, auch noch die ganz banalen technischen Herausforderungen. Und um die soll es heute primär gehen. Natürlich können wir das andere nicht ganz ausblenden, weil das ja auch immer mitschwingt. Und so, dann möchte ich kurz mal die Roadmap quasi für heute Vormittag anzeigen. Also Gesundheitsfinanzen, das wollen wir als erstes quasi mal besprechen. Warum kommt es oder kam es überhaupt zu diesem Format hier? Dann wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie die Gruppendynamik war, als das Virus kam. Und dann kommt ein längerer Teil mit Erfahrungsberichten, wo auch andere Leute ein Statement abgeben werden. Und dann wollen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung mit Perspektiven und Möglichkeiten einfach zusammenfassen. Und am Ende kommt dann die offene Diskussion, die, denke ich, auch einen sehr breiten Rahmen einnehmen wird. Ja, warum das Ganze? Wir haben da jetzt ein paar Bereiche quasi rausgesucht: Bildung, Forschung, Entwicklung und die übrige Arbeitswelt. Carsten, ich übergebe direkt an dich. Du kannst, denke ich, sehr viel besser auch erzählen, warum das im Bildungsbereich wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Genau, also warum Forschung der Bildung wichtig ist, habe ich mal so unter 3 Punkte zusammengefasst. Man könnte das natürlich viel weiter ausweiten, um es nicht zu weit ausschweifen zu lassen. Also ein Teil ist natürlich, was bringen wir denn SUS bei, was geben wir denn mit auf den Weg? Oder auch nicht nur Schüler, also genau, ich mal vorweg, SUS sind Schülerinnen und Schüler, LUL, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter, Lehrerabkürzung, kommen gleich noch ganz viele. Also was bringen wir den Schülerinnen und Schülern bei, den Studierenden und so weiter? Das Bildung trifft ja auch in der Uni natürlich zu. Was leben wir denen vor, was geben wir mit auf den Weg? Das ist ein wichtiger Aspekt. Dann ganz essentiell finde ich halt natürlich den Aspekt des Datenschutzes, der natürlich ganz wichtig in der Schule ist, weil Schülerdaten ganz sensible, empfindliche Daten sind und die als junge Menschen natürlich noch sehr lange mit diesen Daten leben müssen, mit denen vielleicht in der Schule nicht so sorgsam umgegangen wird. Und ein dritter Punkt wäre quasi die Software, die wir in der Schule nutzen, sollte ja auch für die Schüler zu Hause nutzbar sein. Das heißt, ich war in Schulen, wo zum Beispiel dann mit Photoshop gearbeitet wird und so weiter. Nicht jeder kann sich die ganze proprietäre Software leisten. Und alles, was in der Schule benutzt wird, muss ja auch zu Hause nachbearbeitbar sein, nutzbar sein. Die müssen das selber testen können, sich einfach runterladen, problemlos. Genau, das wäre so der dritte Punkt, den ich für ganz relevant halte. Dann, genau, gebe ich mal zurück an Jens, Thema Forschung. Ja, Forschung ist ja ein sehr heterogenes Feld und ich komme aus den Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik. Deswegen habe ich hier auf der Folie geschrieben, die letzte Bastion. Also das ist traditionell ein Feld, wo sehr viel Free- und Open-Source-Software eingesetzt wird, aber natürlich auch nicht nur. Die Frage ist aber, wie hat sich das verändert jetzt während der Corona-Krise? Ist es weniger geworden? Ist es mehr geworden? Wie ist es da zu sehen? Ein anderer Bereich, der bei uns halt auch sehr stark vertreten ist, ist die Entwicklung, Softwareentwicklung, Technologienentwicklung.
Wie sieht es jetzt aus? Also auch da gibt es natürlich Bereiche, wo traditionell viel freie Software verwendet wird. Die Frage ist, wie sieht es jetzt aus? Hat sich das verändert? Und natürlich die Frage nach der übrigen Arbeitswelt. Es gibt ja nicht nur, ich sag mal, die zwei Blasen hier, sondern natürlich auch ganz viel breite, breite Felder. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute noch ein paar andere Menschen dabei haben, die ein bisschen erzählen können. Carsten, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen und ein bisschen erzählen, was so deine Eindrücke waren. Wie hat sich das in der Schule, in der weiterführenden Schule verändert, die Situation mit Free- und Open-Source-Software vor, während und, naja, wir sind ja eigentlich immer noch mittendrin in der Corona-Zeit. Genau, dann fange ich mal an und ich habe gestern dann nochmal lange überlegt, was ich sage und eine Sache direkt mal vorab, also was ich klarstellen müsste, ist, dass ich keineswegs die Absicht habe oder dass es meine Motivation ist, über Lehrer zu lästern oder irgendwen im Schulsystem zu verurteilen. Gerade Lehrer sind Menschen, also die meisten, die ich kennengelernt habe, hochmotivierte Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten, engagiert sind, oft deutlich mehr machen, als ihr Job ist, sich bemühen, alle anfallenden Tätigkeiten zu erledigen. Das heißt, die Kritik geht eher in Richtung des Bildungssystems, des ganzen Apparats, als dass es an die Lehrer adressiert ist, auch wenn das jetzt manchmal vielleicht so klingen mag. Das du heißt, dass. Teilnehmer, wenn du hier das Format fahren würdest, wahrscheinlich. Genau, also alle Lehrer, die gerade da zuhören und teilnehmen, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Das ist absolut nicht meine Absicht. Genau, das Problem ist halt, dass in den vergangenen Jahren ganz viele Probleme entstanden sind und das ist eher das, wo ich jetzt ein bisschen darüber reden möchte. Das, worum es halt mehr geht, ist, dass die geforderten Kompetenzen und Fähigkeiten, die an die Lehrer gerichtet werden, in den meisten Fällen halt nicht von denen erbracht werden können. Das liegt aber nicht daran, dass die inkompetent sind. Ich hatte letztens in einem Artikel, wo es eher um Datenschutz und Privacy Shields an Schulen und sowas ging, das Wort unterkompetent gelesen. Das war vielleicht ein bisschen netter formuliert. Es gehört einfach nicht in den Kompetenzbereich von Lehrern, dass die gelernt haben und leisten können sollen, was ihnen aber abverlangt wird. Das heißt, durch die zunehmende Digitalisierung, so weniger in manchen Schulen vielleicht auch davon angekommen ist, werden immer höhere Ansprüche gestellt, die in Firmen, natürlich, das wissen vielleicht die meisten von euch besser als ich, von entsprechendem Fachpersonal übernommen werden, wo es dann natürlich die entsprechenden Admins gibt und so weiter. Und die existieren weder bei den Städten, also bei den Trägern, noch bei den Schulen selber natürlich. So, wenn es um FOS geht an Schulen, würde ich sagen, man kann das so zweimal in drei Bereiche teilen. Die erste Unterteilung wäre, dass man Software an Schulen in die Kategorien erteilen kann, was so die schulinterne Verwaltung betrifft. Dann den Unterricht selber, das heißt, was man im Unterricht benutzt, was für den Unterricht selber benutzt wird. Und natürlich, was jetzt gerade besonders interessant geworden ist, den externen Teil, Entschuldigung, das Digitale für zu Hause, das Homeschooling. Das heißt, was dann eher so nach außen geht. Vieles vom Ersten, also vom Internen, wird vom Land vorgegeben. Ich kann jetzt halt natürlich nur über NRW sprechen, weil ich nur in NRW gearbeitet habe. Ich denke, dass es in anderen Bundesländern sehr ähnlich abläuft. Und viele andere Dinge, die nicht vom Land vorgegeben sind oder für das Land direkt programmiert wurden, das sind dann tatsächlich proprietäre Lösungen. Also an vielen Schulen beispielsweise sind die Stundenplan-Softwarelösungen proprietär. Von besonderem Interesse natürlich jetzt primär der zweite und dritte Punkt, das heißt, das, was für den Unterricht interessant ist oder in der Schule benutzt wird und insbesondere jetzt aktuell, was für das Homeschooling genutzt wird. Und da kann man, ich nenne es mal die Problemzonen, in drei Bereiche teilen. Das eine ist die Schulseite Träger, das heißt, was muss die Schule selber organisieren, stellen und so weiter. Wo liegen da die Entscheidungsgewalten? Dann, wie sieht das von der Lehrerseite aus? Das heißt, was müssen die Lehrer selber benutzen, sich drum kümmern, besorgen, haben, wie müssen die ausgestattet sein und so weiter. Und der dritte Punkt ist eigentlich noch mit fast der wichtigste. Wie sieht das eigentlich bei der Schülerseite aus? Und das ist der Punkt, der oft komplett untergeht. So, dann gehe ich das so ein bisschen chronologisch durch. Die Situation vor Corona an den Schulen, wo ich war, war ziemlich unterschiedlich. Also von ganz wenig bis ganz viel. Ich versuche das mal ein bisschen, also eine Übersicht zu verschaffen, was Hardware und Software angeht. Beispielsweise die zwei Berufskollegs, an denen ich war, sind technisch unglaublich gut ausgestattet. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Wahrscheinlich, weil die Firmen gebundener sind und viel mehr verschiedene Schulen intern verknüpfen, dass die einfach viel mehr finanzielle Möglichkeiten haben. Das heißt, da ist dann jeder Raum mit Beamer und Rechner ausgestattet, digitalen Whiteboards und so weiter. Bei den anderen sechs Schulen, an denen ich war,
sieht das komplett anders aus. Das heißt, da liegen teilweise 10 bis 20 Jahre gefühlt dazwischen von der technischen Entwicklung her. Das heißt, vorherrschend sind natürlich immer noch Kreidetafeln und OLED-Projektoren. Ab und zu gibt es mal ein, zwei digitale Whiteboards. An guten Schulen gibt es zwei Computerräume und ein paar Laptopwagen oder sowas. An schlechter ausgestatteten Schulen, naja, ich habe an einer Schule unterrichtet, wo ich selber Schüler war. Da hat sich in 20 Jahren sehr, sehr wenig getan. 30 Jahren, ich weiß nicht, in langer Zeit. So, von der Softwareseite sieht es halt ganz ähnlich aus. Das heißt, hier ist ein großes Problem, dass die Entscheidungen vom Träger, das heißt von der Stadt, bei städtischen Schulen, beziehungsweise von den entsprechenden anderen Trägern, und von den Schulen selber getroffen werden. Und bei den Schulen selber ist das dann nicht die komplette Schulgemeinschaft, die dann wirklich die Entscheidung trifft, sondern meistens das ganz, ganz wenige einzelne Personen. Das sind dann zwei, drei Personen pro Schule meistens, da komme ich gleich nochmal zu. Womit an jeder Schule natürlich komplett unterschiedliche Lösungen gewählt werden. Das heißt, ich war an 8 Schulen und habe 8 komplett verschiedene Systeme kennengelernt. Keine Schule hatte wirklich auch nur annähernd dasselbe wie die andere Schule. Es gab dann Schnittbereiche, also Carsten, wir können dich nicht mehr hören. Du ruckelst gerade sehr stark. hört sich fast an, als ob sein Rechner Ich abgeschmiert ist glaube, oder so. seine Rechner ist gerade abgeschmiert, hat zu viel Last. Jens, macht das Sinn, wenn du gerade weitermachst kurz? Ich frage mal ganz kurz, was los ist, und dann würde ich. Alles klar. Habe ein Ohr auf euch. Ja, ansonsten, wenn wir warten, bis Carsten quasi wiederkommt, kann ich ja ganz kurz einfach mal kompletten Themenwechsel machen und einfach mal ein bisschen auch erzählen, wie das bei uns war. Im Grunde genommen, im öffentlichen Dienst ist es ja so, dass mit Homeoffice und Telearbeit, wie es so schön heißt, ja auch immer ein organisatorisches Problem ist. Es gibt dann auch immer Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Das ist schwierig, aber das Thema ist interessanterweise schon seit vielen Jahren auch auf der Agenda. Das heißt, es ist ein Thema, was man auf jeden Fall schon lange hätte kommen hören oder kommen sehen müssen. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend, weil wir halt da jetzt durch das Homeoffice, durch das angeordnete Homeoffice im Grunde genommen, dann auch in eine Situation gekommen sind, die ja eigentlich so nicht hätte sein müssen. Grundsätzlich kann man bei uns die Arbeit halt auch in verschiedene Bereiche unterteilen. Also was die Entwicklung an und für sich anbelangt, also Technologienentwicklung, Softwareentwicklung, da ist der Free and Open Source Stack an Software, den wir vorher hatten, eigentlich weitestgehend erhalten geblieben. Also Sachen wie Jenkins, Ezinga, Docker, Kubernetes Cluster, das sind so Sachen, klar, die bleiben, die verändern sich jetzt nicht aufgrund der Krise. Aber spannend ist das Thema Kommunikation. Also traditionell als Entwickler kommuniziert man dann über Mattermost, über Jitsi. Wir haben Nextcloud entsprechend für Kommunikation. Und das ist sehr spannend, weil dieser Bereich wurde einfach komplett erst durch Fußabstimmung, sage ich jetzt mal, also durch Mehrheitsentscheid, durch Teams ersetzt. Wobei es aber auch eine ganze Zeit lang gar nicht klar war, wo wir uns jetzt zum Beispiel zum Daily Scrum treffen. Also die einen hingen plötzlich bei Teams und die anderen hatten eine Jitsi Konferenz geöffnet. Das waren teilweise echt skurrile Situationen und letztendlich wurde es quasi entschieden, dass wir dann einfach uns bei Teams zusammensetzen. Was Konferenzen mit Externen anbelangt, ist das auch nochmal eine spannende Sache, weil da ist das Chaos länger geblieben. Also da hat sich bis jetzt bei uns zumindest noch kein Favorit rauskristallisiert. Viele benutzen Zoom, andere Jitsi. Da ist hier die Frage, wie kommt man da zu einer Mehrheitsentscheidung oder überhaupt zu einer Entscheidung? Also andere haben wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht, aber bei uns hat sich das bei der Kommunikation mit extern noch nicht rauskristallisiert. Ansonsten, was die Lehre an der Uni anbelangt, ist es auch ganz spannend. Es gibt an der Uni Bonn verschiedene Systeme, unter anderem auch ein BigBlueButton-Instanz, aber meiner Erfahrung nach, das mag subjektiv sein, benutzen eigentlich alle Zoom. Und ansonsten werden halt Systeme benutzt, die quasi vorher schon existent waren.
wie zum Beispiel Ilias, das in Bonn halt E-Campus heißt. Das heißt also, da hat sich gar nicht so schrecklich viel verändert. Carsten, bist du wieder da? Hey, man hört mich wieder. Sorry, das war dann ein technisches Problem bei mir. Das Headset hat genau jetzt versagt. Das hat mich ein Jahr ganz treu begleitet und jetzt hat es aufgegeben. Ja, alles hat ein Ende, nicht wahr? Das ist schön, weil ich bin nämlich gerade auch am Ende angekommen. Dann würde ich sagen, kannst du einfach da wieder uns abholen, wo du gerade eben aufgehört hast. Okay, dann, genau, Entschuldigung, wie das halt so ist. Okay, also, genau, ich hatte ja erzählt, dass die Softwarelösung in allen Schulen ziemlich unterschiedlich ist, dass jede Schule ein anderes System hatte. Beispielsweise habe ich in einer Stadt nördlich von Köln an einem Berufskolleg gearbeitet und diese Stadt baut im Prinzip fast komplett auf Microsoft. Das heißt, das PK war mit Office 365 ausgestattet, ein anderes PK, was da ist, wohl auch. Die anderen Schulen der Stadt, da sind noch relativ viele, also die Stadt ist nicht ganz klein, haben auch überwiegend Office 365, sollen es bekommen oder was da auch ist, die werden dann von einem Unternehmen unterstützt oder haben die Software gekauft von einem Unternehmen, die auf Office 365 beziehungsweise auf Microsoft-Produkten aufbaut. Das heißt, irgendwie ist quasi diese fast komplette Stadt größtenteils basierend auf Microsoft. Im Unterricht sieht das da dann fast genauso aus. Das heißt, da wird dann wird natürlich Microsoft Office dann benutzt. An dem Berufskolleg nochmal extremer war das dann auch, dass dann tatsächlich für die Grafikbearbeitung nur Photoshop eingesetzt wird. Und auf Nachfrage, warum das dann alles so ist, wurde dann gesagt, weil man die ja dann für den Beruf vorbereitet und die sollen natürlich dann in der Schule schon die Software nutzen, die sie da auch im Beruf nutzen. Und Gespräche über Datenschutz werden da überhaupt nicht geführt. Das steht dann komplett außen vor. Das heißt, im Kollegium ist das aber auch nicht viel besser. Da bekommt man natürlich dann auch nur .docx geschickt, was für Leute, die nicht unbedingt Microsoft-affin sind, dann immer ein relativ großes Problem ist. Aber da gehört man zur absoluten Minderheit. Also das zentrale Problem ist, dass an jeder Schule halt, wie eben gesagt, immer diese ein bis drei Lehrer sind. Das sind vereinzelt sogar Menschen, die unglaublich viel Ahnung haben, die wirklich kompetent sind, was dann aber eher ein Zufall ist. Das heißt, die kommen dann oft aus anderen Bereichen, sind irgendwie vorgebildet oder interessieren sich privat unglaublich viel für irgendwas, was dann mit Serverwartung, mit Aufsetzen von Moodle und so weiter, was das betrifft, oder kommen auch aus dem Bereich, dass irgendwas programmiert haben, also aus der Softwareentwicklung. Im Regelfall ist das aber eher so, dass das zumindest die Kollegen sind, die, naja, etwas mehr wissen als die anderen halt. Das heißt, dieser Einäugige unter den Blinden. Und sich damit dann quasi fast in Anführungsstrichen freiwillig melden, diese ganzen Aufgaben, die dann intern zu erledigen sind, zu übernehmen. Und von den Personen, das heißt von diesen ein bis drei Personen pro Schule, werden dann natürlich auch die ganzen Lösungen überlegt. Oder halt, man kann es auch oft nur gebastelt nennen. Ich war jetzt auch schon an vielen Schulen, wo dann weder was gekauft wird, noch etwas aus dem Open-Source-Bereich genommen wird, sondern tatsächlich selber irgendwas zusammengeschustert programmiert wird, um die interne Software, das heißt die Verwaltungssoftware, mit den restlichen Systemen zu verbinden. Das ist manchmal sehr gut, das läuft auch oft relativ passend. Das Problem ist halt nur, diese Person darf da nicht in Rente gehen. Wenn diese Person in Rente geht, bricht das ganze System zusammen, weil kein anderer so wirklich Durchblick hat, was diese eine Person dann über 10, 20 Jahre gebastelt hat. Naja, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Das, was ich jetzt von der Stadt nördlich von Köln erzählt habe, trifft im Prinzip auf fast alle Schulen zu. Das heißt, die meisten Schulen bauen auf Microsoft, die meisten Kollegen nutzen das Office und so weiter. Und dann kommt jetzt, dann kam das Homeschooling. Das wird vielleicht nochmal kommen. Und ich war zum Glück in der Zeit, als das mit dem Homeschooling angefangen, das heißt Anfang des Jahres, an einer Schule, die mit einem relativ gut funktionierenden Moodle ausgestattet war. Also eine von den zwei Schulen, die einen Moodle besaßen. Das war dann natürlich vorher so ein bisschen, halb vergessen, verstaubt, irgendwo in der Ecke. Aber immerhin existierte es, konnte ausgegraben werden und reanimiert. Dann hatte ich einen Kollegen, der das verwaltet hat. Bin ich schon wieder weg? Du bist noch da, aber es tickert die ganze Zeit so ein bisschen. Okay, jetzt habe ich tatsächlich das Headset, was ich mitgeschickt bekommen habe, angeschlossen. Ich denn? Mach einfach weiter, ist okay, man kann dich gut verstehen, es tickert halt nur, da kann man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Okay, ja gut, ich mach einfach mal, ansonsten einfach in den Chat schreien oder dazwischen rufen. Genau, dann hatte ich einen Kollegen, der zum Glück offen war, zumindest für Empfehlungen, und
nachdem dann Jitsi in einer Lehrerkonferenz getestet wurde und man natürlich die Feststellung gemacht hat, die vermutlich sehr, sehr viele gemacht haben in den letzten Monaten, dass Jitsi offenbar oft Probleme hat mit größeren Gruppen und größer kann teilweise schon wohl 20, 30 Leute heißen. Woran das genau liegt im Detail, kann ich nicht sagen. Das ist dann vielleicht auch eher der Part von manchen, die jetzt gerade hier dabei sind und zuhören. Tatsächlich aber hat sich halt herausgestellt, Jitsi funktioniert nicht so richtig gut. Und ich hatte ihn darauf hingewiesen, dass es für Moodle natürlich auch dieses Big Blue Button Plugin gibt, was er dann netterweise auch direkt installiert hat. Und das hat dann auch deutlich besser geklappt und darüber konnte dann auch Unterricht gemacht werden. Das heißt, ich war in dieser glücklichen Situation, in einer Schule zu sein mit Open Source, Moodle und Big Blue Button Nutzung. Wobei da natürlich dann das große Problem war, was auch eine lange Diskussion war und sich erstmal nicht geändert hat, dass die vorinstallierten Server, wenn man bei Moodle das BigBlueButton-Plugin installiert, natürlich die Server vom Blindside Network sind, das heißt vom BigBlueButton-Anbieter. Und es ist natürlich nicht als Dauerlösung gedacht. Das heißt, eigentlich bräuchte die Schule bzw. die Stadt dann eigene Server, weil das ja schon eine relativ große Serverlast ist, die da erfordert wird oder gefordert wird. Und da hatte ich dann eine sehr, sehr lange Diskussion mit Schulleitung und Stadt. Die haben mir dann das quasi übergeben von der Schule, dass ich mich darum kümmern darf, soll, wie auch immer. Das ist dann mit den Freiwilligen. Hat im Prinzip aber bis zur Sommerferien nichts gebracht. Oder hat sich nichts ergeben. Dann wurden halt dauerhaft die Testserver genutzt. Und viele Probleme, die jetzt während des Homeschoolings aufgetreten sind, haben sich im Prinzip aber, das ist auch jedem klar, schon deutlich vorher abgezeichnet. Das heißt, an den meisten Schulen existierte keine Lösung. Das heißt, die meisten hatten nicht diese glückliche Situation, die ich hatte, dass zumindest ein Moodle da war. Das heißt, es war überhaupt nichts vorhanden oder sehr, sehr wenig. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind vollkommen mit jeglicher Technik jenseits von Word, WhatsApp und beispielsweise schon dem Abrufen von Mails vollkommen überfordert. Das heißt, da muss man oft bei den grundlegendsten Sachen schon anfangen, werden und wurden aber auch kaum geschult. Das heißt, gerade die etwas älteren Kollegen, die vielleicht nicht ganz so technikaffin groß geworden sind, waren natürlich vollkommen außen vor erstmal. Das heißt, wir waren dann quasi genötigt, für alle Kollegen Schulungsunterlagen zu erstellen, Material zu erstellen, Videos aufzunehmen und so weiter, um denen zumindest nahezulegen, wie man mit Moodle und dann auch BigBlueButton unterrichten kann aus der Ferne. Und da kann man sich natürlich schon denken, wie sieht das denn aus, wenn man eine Schule hat, wo überhaupt nichts vorhanden ist, wo kein Moodle, gar nichts da ist. Und da kommen dann gleich in dem Teil, wo auch ein paar Gäste eingeladen sind, auch ein paar nette Zitate von Eltern, von Lehrern und so weiter, wie das an anderen Schulen dann aussieht. Ja, und wie ging das dann weiter? Die Schulen brauchten irgendeine Lösung, die Lehrer haben im Prinzip keine Ahnung. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich das eigentlich ganz spannend finde. Wenn man auf so einer Konferenz wie der FOSS ist, wo halt dann die Diskussion ist, proprietär oder FOSS, warum ist FOSS besser? An die Stelle kommt man an den meisten, also an diesen Punkt kommt man an den meisten Schulen gar nicht. Das heißt, die Kluft zwischen dem, was die Lehrer mitbringen und dieser Stelle, wo man anfängt, über die unterschiedlichen Lösungen zu diskutieren, ist so groß, dass man gar nicht an diese Stelle kommt, gar nicht die Möglichkeit hat, darüber zu diskutieren, dass FOSS eigentlich die bessere Alternative wäre, weil alle nur froh sind, überhaupt irgendwas zu haben. Und leider sieht das auf der Datenschutzseite genauso aus. Das heißt, man kann im Prinzip den Datenschutzaspekt und die Datenschutzdiskussion auf die gleiche Stufe stellen wie FOSS oder nicht FOSS. Und das geht im Prinzip komplett unter. Das ging schon vor Corona unter und durch mit jetzt nach Corona noch viel mehr, weil natürlich jetzt schneller Lösungen her müssen. So, dann, ja, wie ging es weiter? Plötzlich mussten überall diese Lösungen her. Und ja, es passiert das, was halt klar ist, was man auch ziemlich gut durch ein Zitat von einem Kollegen zusammenfassen kann. Ich hatte sehr viele Unterhaltungen, wie ihr euch denken könnt, an allen Schulen mit allen zuständigen Kollegen. Und ein Kollege, mit dem hatte ich darüber gesprochen, warum ich Office 365 nicht besonders toll finde und warum Moodle etc. gute Lösungen wären oder vielleicht sogar Logineo dann eine bessere Alternative ist. Und sein Zitat war Komfort vor Datenschutz. Er war im Prinzip der Erste, der das in diesen drei Worten mal wirklich schön konkret ausgesprochen hat. Also schön in Anführungsstrichen. Aber das ist das, was man im Prinzip als Überschrift für Software in Schulen nehmen kann oder allgemein alles, was mit Computertechnik in Schulen zu tun hat. Die Komfortlösung ist natürlich das, was irgendwie begehrter ist. Man möchte irgendwas haben, was einfach klappt, was schnell klappt, was unproblematisch ist, was unkompliziert ist. Und das sieht nicht nur die Lehrerseite so, sondern oft auch die Städte. Ich hatte jetzt einmal die nette Gelegenheit, mit den Städten oder mit einer Stadt zu kommunizieren und mit denen darüber zu diskutieren, was jetzt eine Option wäre nach den Ferien, was man machen könnte.
Und auch da wurde dann im Prinzip die Entscheidung nach Komfort vor Datenschutz getroffen. Die Entscheidung für die Lösung, die Sie jetzt gewählt haben, ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Office 365, aber es ist halt auch eine proprietäre, eine Kauflösung. Nur damit ist halt die Arbeit quasi abgeschoben. Ich habe mir bei diesen ganzen Diskussionen auch im Nachhinein mit Unterhaltung mit anderen ganz oft die Frage gestellt, warum muss man überhaupt innerhalb der Schule diese ganze endlose Diskussion über Zoom, Teams, generell Microsoft und so weiter, das heißt über diese ganze Software führen, die eventuell nicht datenschutzkonform ist oder doch. Das heißt, ich habe mich halt oft gefragt, warum muss der Weg möglichst nah an dieser Grenze verlaufen? Warum muss ich versuchen, irgendwie eine Gratwanderung hinzukriegen, dass ich eine Software benutze, die vielleicht noch gerade so in Ordnung sein könnte, wenn es eigentlich Möglichkeiten gibt, die ganz unproblematisch sind. Das heißt, man kann ja durch Moodle, Nextcloud, BigBlueButton und so weiter problemlos eine Schule versorgen. Aber genau, das Zitat trifft es. Das heißt, da liegt die Antwort drin. Komfort vor Datenschutz. Und das eine Komfortproblem ist dann halt, dass man natürlich jemanden bräuchte, der Ahnung hat. Das heißt, man bräuchte beim Träger und oder bei den Schulen jemanden, der das ganze System administriert. Das heißt, jemand, der Moodle installiert, das wartet, der die Daten einpflegt, der sich um BigBlueButton kümmert und so weiter. Das kann kein Lehrer, das kann auch nicht zwingend jemand bei der Stadt, weil da die Leute, die sich um die Technik kümmern, meistens nicht in der Richtung ausgebildet sind. Das heißt, es sind keine Administratoren. Und das ist im Prinzip so eins der Kernprobleme, was die ganze Problematik betrifft. Das heißt, es fehlt definitiv das geeignete Personal an allen Stellen. So, genau, damit sind wir bei der aktuellen Situation. Nachdem man dann irgendwie sich über die Sommerferien gerettet hat, das Problem war klar, kommen schnell Lösungen her. Und was machen alle Schulen? Sie kaufen sich, oder die Städte dann halt, diese fertigen Lösungen. Meine alte Schule hat das gemacht mit einem Produkt aus Süddeutschland. Viele nehmen dann die Microsoft Office 365-Lösung. Dann gibt es halt diesen Anbieter aus der Nähe von Aachen, der auch ein ähnliches System hat, was ich eben schon erwähnt habe, was in der Stadt nördlich von Köln benutzt wird und so weiter. So, dann, das war jetzt so ein kleiner Einblick, wie sieht das überhaupt aus an den Schulen, was wird da gewählt und was ist das Problem? Was ich jetzt nicht angesprochen habe, sind diverse andere Probleme. Das heißt, es gibt natürlich noch unzählige andere Themen, über die man reden könnte, die aber nicht direkt mit FOSS zu tun haben, das heißt nicht so hundertprozentig zur FOSS-Kompassen. Das wären zum Beispiel, dass die Technikausstattung da sein muss. Das heißt, viele Lehrer haben keine vernünftige Technik zu Hause, die Schüler sind oft nicht ausgestattet. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass die Geräte vorhanden sind und so weiter. Man kann keine Schüler gleichwertig bewerten, wenn nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Genau, und so weiter. Den Rest kann man vielleicht dann auch in den Fragenteil am Ende stellen, wenn da noch irgendwie was offen ist. Das heißt, ein Hauptproblem wäre auf jeden Fall auch, dass die Lehrer vor Corona nie ein LMS gesehen haben, nie an Videokonferenzen teilgenommen, nicht mal teilweise wussten, wie man aus Bildern und Textdateien irgendwie eine PDF-Datei zusammenschnürt und so weiter. Da kommt dann auch gleich noch ein nettes Zitat zu. Also Personal ist eines der Hauptprobleme, das wäre so eins der Fazit. Also geeignetes administratives Personal, die Ausstattung an den Schulen, Schulungen für alle Beteiligten. Damit das jetzt alles nicht so vollkommen negativ klingt, noch ein positiver Punkt zum Schluss von mir. Eine Sache, die ich jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Dreivierteljahr festgestellt habe, ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die halt auch diese Probleme erkannt haben und sich in diversen Gruppierungen, Vereinen und so weiter ehrenamtlich mit sehr viel Zeit und Arbeit darum kümmern, ganz viel investieren und versuchen, diese Lücken zu schließen. Da gibt es zum Beispiel dann den Verein Cyber for Education. Da kommt dann hoffentlich vielleicht gleich der Micha im freien Teil mit dazu und erzählt was. Ich sehe gerade in der Liste, er ist dabei. Der kann was über den Verein erzählen, die da sehr aktiv sind und auch versuchen, Schulen zu versorgen. Dann ist morgen ein Talk von Dominik von Schulfrei. Den habe ich mir letztes Jahr angeguckt. Der war auch ganz interessant. Das ist quasi, ich nenne es mal ein Bonner Gegenstück oder sowas, ein Bonner Partner, die auch sehr, sehr viel in der Richtung arbeiten. Aber was ich halt immer sehr traurig finde, ist halt, dass das überhaupt notwendig ist. Diese Initiativen sollten eigentlich ja nicht benötigt werden. So, damit das nicht zu sehr ausschöpft, höre ich an der Stelle mal auf und gebe mal zurück an Jens. Ja, das Spannende an der ganzen Sache ist ja, dass das Format eigentlich viel zu kurz ist, um alle Erfahrungsberichte nochmal
zusammenzufassen. Deswegen können wir auch gespannt sein auf den Teil mit den Erfahrungsberichten jetzt gleich. Und vor allem sind wir auch gespannt auf das, was ihr als Teilnehmer hier vielleicht noch dazu zu berichten habt. Ich würde an der Stelle gerne einmal kurz so die, die vielleicht allgemeinen Punkte zusammenfassen, was denn da jetzt genau passierte, als die Krise ausbrach. Also die erste Beobachtung ist sicherlich, dass ganz viel Infrastruktur einfach wild aus dem Boden gestampft wurde oder eingekauft wurde oder plötzlich benutzt wurde. Dann natürlich ganz interessant der Aspekt, dass Hersteller Software verschenken und natürlich auch um Vertrauen geworben haben. Google, Microsoft, auch WebEx zum Beispiel haben sich da ja als, wie soll man sagen, als große Geber in der Krise stilisiert. Und die andere Beobachtung klingt jetzt ein bisschen platt, aber alle nutzen plötzlich Zoom und Teams. Äußert sich zum Beispiel auch bei den Software-Tipps aus dem Heise Verlag, die ja normalerweise nicht sehr einseitig sind. Und natürlich die endlose Suche nach der funktionierenden, nach der perfekten Software für Videokonferenz, für kollaboratives Arbeiten, für was auch immer für Aufgaben. Und damit verbunden natürlich immer diese Aussage, Software X funktioniert gar nicht gut. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht und meistens dann halt auch ohne den Hinweis, ja, welche Serverinstanz verwendest du denn, was ist denn genau das Problem? Aber dann halt meistens diese Aussage, Software X funktioniert nicht gut, sei es Jitsi, sei es Nextcloud, sei es welche Software auch immer. Und wir wollen jetzt mal übergehen in den Bereich mit den Erfahrungsberichten aus anderen Bereichen. Ihr habt jetzt zwei Berichte aus dem Bereich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und aus dem Bereich der Schulen, Lehrerbericht quasi gehört. Natürlich, die Welt ist noch viel größer. Wir haben jetzt einfach mal ein paar Leute eingeladen, auch ein bisschen zu erzählen, was sie so erlebt haben. Und Carsten, vielleicht, wenn du jetzt gleich anfängst mit den ersten Zitaten, mit den ersten Rückmeldungen, ich würde ganz kurz, bevor du loslegst, quasi nochmal die, Leitfragen vorstellen. Das wissen so die vier Fragen, die uns besonders interessiert haben. Die erste Frage, was wird denn nun wirklich an Software verwendet? Weil das war ja auch eine Zeit lang einfach bei vielen Sachen auch, ist es heute noch gar nicht klar, worauf es sich jetzt eigentlich eingependelt hat, ob das jetzt wirklich Teams ist, ob es Jitsi ist, ob es Zoom ist. Und dann die Frage natürlich, welche Akzeptanz findet die Software? Wie performant läuft sie? Ist das jetzt technisch ausgeklügelt? Meckern die Leute oder funktioniert das alles perfekt und reibungslos? Dann auch die Frage nach den Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Wie sieht das Ganze formal juristisch aus? Und gibt es überhaupt Datenschutz- und Sicherheitsbedenken? Ich bin da gespannt auf die Rückmeldung. Und natürlich auch die Frage, wie viel Free- und Open-Source-Software wird verwendet? Und da ist die Frage, wie viel wird noch verwendet? Also sprich, ist sie abgelöst worden? Wie viel wird wiederverwendet? Ist vielleicht irgendwas, was früher verwendet wurde, wieder in die Verwendung gekommen? Oder was ist vielleicht auch an neuer Software dazugekommen? Also das sind die vier Fragen. Carsten, ich würde dann jetzt an der Stelle direkt mal an dich übergeben. Okay, genau. Ich hatte leider im Chat was geschrieben von Grundschulen. Ich hatte halt mal so ein bisschen breit gefächert rumgefragt nach Erfahrungen im Homeschooling. Ich hatte das im Mai gemacht und dann jetzt in den Sommerferien nochmal, ob sich was verändert hat. Und ich hatte von drei Elternteilen von Grundschulkindern im Prinzip fast die gleichen Feedbacks bekommen. Bei dem einen IT-Fehlanzeige nach den Ferien gab es eine Mail, nach den Weihnachtsferien gab es eine Mail, Osterferien müssen es ja gewesen sein, dass wir einmal wöchentlich auf dem Schulhof bereits kopiertes Material abholen können. Eine andere Grundschule, Online-Fehlanzeige, alles über Blätter. Eine Klassenlehrerin ist top und bemüht sich sehr. Von den anderen hört man gar nichts. Wenn es den äußerst mageren wöchentlichen Papierstapel gibt, ist das schon das Maximum. Jetzt gibt es dann einmal 3 Stunden, als dann wieder Präsenz angefangen hat, einmal 3 Stunden Unterricht, wo dann die Blätter bearbeitet werden. Und ein dritter Elternteil, das fand ich auch ganz lustig, habe auf Empfehlung der Klassenlehrerin Bücher gekauft und noch ein paar zusätzliche dazu geholt und unterrichte damit jetzt zu Hause selber. Das läuft super. Das ist ungefähr der Status an den Grundschulen. Das heißt, die Grundschulen waren meistens noch viel schlimmer dran als die weiterführenden Schulen. Da gab es in den meisten Fällen fast gar keine Basis, zumindest von denen, wo ich jetzt irgendwie ein Feedback bekommen habe. Dann gebe ich schon weiter. Jetzt müsste der Basti live dazugeschaltet werden. Genau, also der Bastian arbeitet seit vielen Jahren bei Aktion Deutschland Hilft, in der Abteilung Marke Online. Und ich glaube, seine Erfahrungen sind repräsentativ für viele Erfahrungen in solchen Einrichtungen. Bastian, kannst du sprechen? Oder ja, hörst du mich?
Ja, perfekt, super. Ah, hallo, Basti. Super. Hi, grüß dich. Grüß dich auch, Carsten. Ja, schön, dass ihr mich gefragt habt. Du hast ganz recht. Wahrscheinlich bin ich so traditionell so ein bisschen so der typische Verlauf, wie es so mit Software aussieht aufgrund von Corona. Du hast schon ganz richtig gesagt, ich arbeite bei einer Hilfsorganisation. Da kommt eine weitere Komponente noch mit dazu. Und zwar ist es so, dass wir als Bündnis von Hilfsorganisationen, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber wir sammeln im Endeffekt für Notleidende von Katastrophen. Und Corona ist ja nichts anderes als eine sehr langlaufende Katastrophe. Haben wir zu dem Zeitpunkt, als Corona ausgebrochen ist, sozusagen eine Doppelbelastung gehabt. Die eine Frage war, wie kriegen wir es schnellstmöglich hin, Spenden so zu sammeln, dass entsprechende notleidende Menschen auch Geld bekommen, das ist das eine. Und gleichzeitig mussten wir auf der Arbeitsperspektive, worum wir uns ja hier so ein bisschen unterhalten, die Frage ist, wie arbeiten wir jetzt eigentlich, wenn wir eigentlich gar nicht vor Ort arbeiten können zum Beispiel? Und bei uns ist es so gewesen, wir haben, bevor wir in den Lockdown-Teil gekommen sind wegen Corona, gab es bei uns sozusagen schon einen Tag Homeoffice, der sozusagen sich so über sehr lange Zeit durchgesetzt werden musste. Es hat sehr lange gedauert. Und als dann Corona kam, ich muss dazu einschränkend dazu sagen, ich war aufgrund vom Urlaub, den ich dann halt abbrechen musste, irgendwann erst so 2-3 Wochen später, als sozusagen viele der initialen Dinge passiert sind, erst später mit drin. Aber ich habe ein bisschen vorher abgefragt, damit ich kann ich so ein bisschen Erfahrungsberichte live vor Ort geben, wie das war, als Corona direkt ausgebrochen ist und man die Arbeitssituation hatte. Womit arbeiten wir eigentlich? Und die Frage ist, welche Software haben wir bis jetzt verwendet oder was wird noch verwendet? Und ich habe mir 3 rausgesucht, die wahrscheinlich klassisch dafür sind. Die sind aber auch unterschiedlich bei uns angefangen. Wir haben Slack bei uns eingeführt vor ungefähr 1,5 Jahren. Das heißt, das war ein Tool, was im Endeffekt schon da war, um miteinander zu kommunizieren. Dazu kann ich aber gleich noch was dazu sagen. Das Tool, was dazukommt, es wurde jetzt hier auch schon öfters mal erwähnt, das war nämlich Zoom. Auch hier klassisch, wir hatten die Situation, intern wurde viel über Slack und Mails gelöst. Aber wie spricht man extern mit Leuten? Und der Entscheidungsprozess dahinter war das, was schon Carsten im Endeffekt auf einen guten Satz zusammengebracht hat. Komfort schlägt alles andere so ein bisschen oder in dem Fall bei uns auch ein bisschen der Pragmatismus, weil es musste in dem Fall schnell, schnell, schnell gehen. Um das so ein bisschen zu erklären, wenn man nicht bei einer Katastrophe, wenn initial anfängt, wie bei der Corona-Pandemie, ich kann euch jetzt auch ein Beispiel geben aus der jüngeren Zeit, wer es mitbekommen hat, die Explosion in Beirut. Auch da ist es so, dass in den ersten Tagen die Medienberichte immer sehr hoch gehen und man muss halt schnell dabei sein. Ich arbeite ja im Marketing, um zu gucken, dass man halt den Leuten darauf hinweist, ja, wir sammeln für Notleidende vor Ort. Das ist jetzt bei Corona ein bisschen verlängert, aber es ist nicht anders und deswegen musste es sehr schnell gehen, damit wir auch sagen können, wir können weiterarbeiten, um das auch weiter zu gewährleisten und um weiterhin mit Leuten innerhalb unseres Bündnisses von verschiedenen Hilfsorganisationen zu sprechen zu kommen, wurde sich schnell auf Zoom geeinigt. Das ist die zweite und die letzte ist Nextcloud. Auch da ist es so, das hat wieder weniger Corona-bedingt was zu tun. Da haben wir jetzt auch eine FOSS, wie ich so gelernt habe. Ich musste zugeben, ich kannte den Begriff bis vor kurzem auch gar nicht so diese Abkürzung. Da ist es auch so, dass es einfach aus einer Notwendigkeit abgelöst werden musste, weil unser altes System nicht mehr funktioniert hat. Das sind sozusagen die 3 Software, die ich so ein bisschen vorstellen kann. Es gilt aber auch bei Slack und Zoom. Bei Slack ja hat ja erzählt, dass wir das vor 1,5 Jahren schon eingeführt haben, dass so das Praktische reinkommt, was Carsten schon so ein bisschen mit erwähnt hat, dass es noch viele Unterweisungen bedarf. Das hat man bei der Einführung der Software vielleicht ein bisschen links liegen lassen, während man bei Zoom einfach gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Software, also nehmen wir jetzt irgendwas und dann nimmt man natürlich den, der am lautesten brüllt. Und man kann ja sagen, dass Zoom sich jetzt nicht gerade die Organisation dahinter oder die Firma leise verhalten hat während der Corona-Zeit. Und dann hat man sich dafür schnell entschieden. Das heißt, man hatte auch gar keine Zeit dafür, sich andere Strukturen anzugucken. Dadurch, dass wir Nextcloud hatten und ich das auch erst vor ein paar Monaten kennengelernt habe, wäre ja zum Beispiel auch Gespräche darüber möglich. Ich habe die Funktion noch nie getestet, aber ich wusste, dass das existiert. Trotzdem hat man sich zusammen relativ schnell für Zoom mitentschieden.
Einfach weil man gesagt hat, das benutzen die meisten. So das Killer-Argument. Weil die meisten es benutzen, wird es ja wohl auch gut sein und dann wird es auch funktionieren. Da ist dann auch direkt die Frage, welche Daten- und Sicherheitsbedenken gibt es? Zusammengefasst in der Schnelligkeit keine. Das hat Carsten ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Jetzt im Nachhinein macht man sich schon Gedanken drüber. Ja, ist das datenschutztechnisch denn überhaupt so gut drin? Was bedeutet das für uns? Genau. Und um noch so ein bisschen Hintergrund mitzugeben, damit ihr so einen Einblick bekommt, wie das bei uns gelaufen ist, ist es so gewesen, dass als Corona ausgebrochen ist, es interessanterweise trotzdem nicht so trubelig war, weil die Notwendigkeit der Situation, schnell weiterarbeiten zu können, um in dem Fall Spenden für die Notleidenden zu sammeln, bedeutete, wir müssten schnell Homeoffice, das hatte ich am Anfang erwähnt, mit einführen. Das gibt es jetzt regulär eigentlich immer. Bis vor kurzem wurde jetzt sozusagen ausgesagt, dass vielleicht, wenn jetzt eine zweite Welle kommen sollte, dass es dann wieder natürlich Homeoffice die ganze Zeit gibt. Wenn Corona hätte vorbei sein können, was schön gewesen wäre, wären wir bei 2 Homeoffice-Tagen so gelandet. Aber das ist dann innerhalb von wenigen Wochen passiert, während dieses Homeoffice, was wir vor sozusagen mit einem Tag hatten, sehr lange gebraucht hat, bevor es dazugekommen ist. Es gab halt so die typischen Bedenken. So, bevor ich ins Schwafeln gerate, kann ich noch zum Schluss sagen, dass letztlich das, was ich an freier Software, was benutzen, halt Nextcloud ist. Wenn ihr Typo auch darunter zählt, aber das ist, fällt jetzt für mich hier nicht so mit rein, ist natürlich auch so ein bisschen mit dabei. Das sind so die Dinge, die wir so benutzt haben und die wir auch so erlebt haben. Also es ist wirklich es ist gar kein großartiges Nachdenken über Datenschutz, sowas in die Richtung gewesen, sondern pragmatisch, wie schnell können wir irgendetwas umsetzen? Und ich sag mal so, wenn ich die Notsituation da wäre, würde ich mir schon wünschen, dass man dann vielleicht doch sich ein bisschen mehr Gedanken macht und auch überlegt, welche Alternativen gibt es in diesem freien Softwarebereich, die helfen könnten. So würde ich das zusammenfassen. Jens, wenn du noch Fragen hast, die ich vielleicht nicht beantwortet habe, dann gerne. Aber das ist so ein bisschen der Erfahrungsbericht. Ich bin jetzt nicht so sehr gesprungen. Ja, was ich so ein bisschen erzählen kann, wie das bei uns gewesen ist. Ja. Dankeschön, Basti. Wir kommen gleich nochmal auf dich auch zurück. Danke für diese Einblicke. Ihr seid ja nochmal doppelt quasi betroffen gewesen. Und trotzdem, glaube ich, sind viele deiner Erfahrungen auch symptomatisch, klingt so negativ, aber halt auch repräsentativ für vieles, was wir erleben konnten. Bevor wir gleich mit dem André weitermachen, Christian, würde ich dich bitten, dass du einfach mal mit Christian vielleicht sprechen kannst. Genau, jetzt wäre die Frage, das hatte ich gerade versucht zu klären, ist, ob mein Christian da ist. Der käme nämlich jetzt live, wenn er vorhanden wäre. Also ich sehe keinen Christian in der Liste. Nur den Guest Chris angeschrieben, ob er mein Chris ist. Also Chris, wenn du der Chris bist, der jetzt reden sollte, bitte melde dich. Ansonsten kannst du ja schon mal einfach anfangen und wenn er sich jetzt noch meldet, dann... Genau, dann erzähle ich es einfach gerne live dazu. Ich hatte gestern Abend eben noch telefoniert und das war dann relativ spontan, ob er dann live mit dazu kommt oder ob ich ihn nur zitieren soll. Also der besagte Chris arbeitet bei einem relativ großen IT-Unternehmen hier aus Deutschland, die, glaube ich, auch Sitze anderswo in Europa, England und so haben, aber ganz genau weiß ich das gar nicht. Den hatte ich halt auch gefragt, der ist Vater von 3 Kindern, davon gehen 2 zur Schule, die wohnen in Rheinland-Pfalz und sind Waldorf-Schüler. Das fand ich interessant, weil Waldorf immer so ein eigenes Ding ist und war dann neugierig, wie die das geregelt haben. Und er hatte mir dann damals bei der ersten Frage nach der Regelung im Homeschooling geschrieben, Homeschooling ist ein Witz. Die Lehrer sind IT-seitig komplett überfordert, Eltern aber genauso. Hardware seitens der Schulbetriebe mangelhaft, bei den Eltern so lala. Digitales Zeitalter, ach nee, die sollten alle draußen spielen gehen. Ich lese es einfach vor, wie es hier steht. Am Arsch, beispielgefällig. 3 Seiten werden aus einem Buch eingescannt, damit die Kids es lesen sollen. Natürlich stellt man die Scanauflösung am besten auf 600 dpi, wofür auch immer. So wird jede Seite im Schnitt 50 Megabyte groß, verkleinern. Da jagt man, die jagt man dann so in den Äther. Wir haben eine 100 Megabyte Leitung. Also kein Thema. Andere Haushalte mit einer 6er-Leitung oder weniger, die kommen somit wieder ins ISDN-Zeitalter. Weil es so lustig ist, sind auch viele Eltern IT-seitig natürlich komplett unbedarft, gerade vermutlich an Waldorfschulen. Was macht man also? Nach einer Stunde Download auf den, mit dem einen Bild im Download, klar, man klickt auf Drucken und wartet und spammt den Mailverteiler den ganzen Tag voll. Alle.
dass die Datei eventuell zu groß ist für einen alten kleinen Catch von dem Drucker oder zu groß sein könnte. Man hat ja nur diesen 79 Euro alten Canon da stehen. Davon kommt, auf die Idee kommt keiner, davon weiß keiner was. Dann, ohne Scheiß, also Zitat er, ich habe schon allen angeboten, dass ich denen ein System aufsetzen kann, die Dateien bei mir zusammenlaufen, ich die in einheitliche Formate bringe und so weiter. Warum mit PDF arbeiten, wenn man ODT oder halt DocX versenden kann und so weiter. Dann kam die Frage, aber warum denn, Herr X. Punkt? Es funktioniert doch. Sein Sohn, 9. Klasse, wird vom Physiklehrer zweimal die Woche im Zoom-Meeting beschult. Das läuft top. Da gibt es auch permanent Aufgaben, ansonsten nur Blätter, Blätter, Blätter. Anmerkung, das war die einzige Videokonferenz, die an dieser Schule wohl für diesen Schüler in der da 9. Klasse stattgefunden hat. Die werden vorwiegend über den Rheinland-Pfalz-Schulserver der Waldorfschulen online gestellt. Das heißt, es gibt wohl in Rheinland-Pfalz diesen Rheinland-Pfalz-Waldorf-Schulserver, über den alles dann läuft, der natürlich dann regelmäßig in die Knie geht, hat er geschrieben, bei dieser totalen Überlastung mit diesen riesigen Bilddateien und so weiter. Das war so im Prinzip sein Statement im Mai, wie es denn gerade läuft in Rheinland-Pfalz, Waldorfschulen. Und gestern hat er dann nochmal geschrieben und auch gesagt, es hat sich im Prinzip nichts verändert, nichts gebessert. Und er meinte auch, wenn er in seinem Betrieb, also in seinem IT-Unternehmen, auch nur annähernd so arbeiten würde, hätten die ihn schon längst hochkant rausgeschmissen, was natürlich auch vollkommen rechtfertigt wäre. Das wäre so Statement Rheinland-Pfalz-Waldorf. Das ist eine ganz spannende Sache irgendwie. Entweder es bewegt sich überhaupt nichts oder es bewegt sich sehr viel, sodass man quasi fast gar nicht hinterherkommt, oder, Carsten? Ja, genau. Und dann oft in die falsche Richtung. Es kommt immer auf den, liegt im Auge des Betrachters, nicht wahr? Ja, ich habe ja manchmal gesagt, Perspektivenwechsel ist gerade so Thema, ne? Ja, und da freue ich mich jetzt auf eine ganz andere Perspektive. Ich freue mich jetzt, den André auch vorstellen zu können. Der ist seit 1,5 Jahren Informationssicherheitsberater, war vorher Informationssicherheitsbeauftragter bei der Welthungerhilfe und davor lange Jahre tätig als Systemadministrator. Er ist ein Free- und Open-Source-Software- und Linux-Verfechter, aber auch Realist. Seine Themen sind so IoT, Gebäudesicherheitstechnik, BSI, IT-Grundschutz und ISO 27000. André, schön, dass du da bist und ich freue mich, dass du uns jetzt auch ein bisschen an deinen Erfahrungen teilhaben lassen möchtest. Ja, schön, dass ich hier mal, dass ich mich hier daran beteiligen kann. Ich fand es halt interessant, als Anfang des Jahres diese Meldung kam, alle ins Homeoffice bei mir in der Firma. Vor allen Dingen vor einem Hintergrund. Ich habe vor einem Jahr bei der Firma angefangen, da hieß es auf meine Frage beim Vorstellungsgespräch, wie sieht's eigentlich mit Homeoffice aus? Da kam dann die Antwort, in Ausnahmefällen geht das, weil wir arbeiten ja in einem Sicherheitsbereich, also wir sind Sicherheitsberater, wir arbeiten viel mit Banken, öffentlichen Stellen auf, wir haben viel mit Geheimschutz und so weiter zu tun. Da geht das nicht, da ist das zu kompliziert wegen der Sicherheit und so. Ja, dann kam Corona und wir hatten glücklicherweise kurz vorher, muss ich sagen, ein bisschen was leider auf Office 365 gesetzt und Teams eingeführt, sodass das dann auch irgendwie möglich war und plötzlich ging das einfach. Und jetzt hatte ich halt dieses Jahr vor 3 Wochen mein letztes Mitarbeitergespräch, dann sagte mein Chef dann, ey, alles geht, wir machen das so, die Leute können selbst entscheiden, Homeoffice, so viel wie sie wollen. Also ein totaler Paradigmenwechsel hat da stattgefunden, was ich durchaus interessant fand. Paradigmenwechsel hat aber auch tatsächlich stattgefunden an der Stelle bei der Frage nach, was wird an Software verwendet. Man hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Man hat wirklich das genommen, was gerade da war. Was gerade da war, ist in der Regel das, was gerade kreuz und quer durch die Medien getrieben wird, was laut auftaucht, egal ob positiv oder negativ. Und das war wie schon immer, nicht der Open-Source-Bereich, sondern tatsächlich dieser ganze Closed-Source-Kram. Vorneweg Zoom, wenn auch negativ, ging durch die Medien alles schlecht. Das Problem war auf der einen Seite Datenschutz und auf der anderen Seite, was ich tatsächlich noch viel schlimmer fand, Informationssicherheit, weil man da ganz munter über den Client an die Rechner voll Kontrolle bekommen konnte. Und das hat irgendwie jeder ignoriert.
Insofern interessant, wenn dann dahinter Unternehmen stehen, die seit 9 Jahren unterwegs sind auf dem Markt und seit 9 Jahren sich kein bisschen für die Technik interessiert haben und dann innerhalb von einem Monat mit irgendwelchen angeblichen Lösungen kommen. Finde ich etwas merkwürdig. Interessant an der Stelle war, wie da mit der Akzeptanz umgegangen wurde. Open-Source-Lösungen wurden teilweise gar nicht erstmal ausprobiert. Und das ist das, was ich festgestellt habe. Wir haben bei uns tatsächlich direkt das Thema Teams angegangen. Ja, wir haben es ja gekauft, die haben es ja im Haus, also sind wir mit Teams unterwegs. Funktioniert auch, muss ich sagen, sehr gut, aber auch nicht schlechter als, ich habe jetzt im Kirchenbereich, bin ich privat auch unterwegs und die setzen da auf die Kirche, wo ich unterwegs bin, setzt auf BigBlueButton. Und ich muss sagen, das funktioniert da eigentlich nicht schlechter als ein Teams funktioniert, nicht schlechter als ein WebEx funktioniert, weil die technischen Probleme gibt es da auch. Irgendwann hatte jemand im Chat auch angemerkt, ja, wenn es halt in einem Closed Source Bereich ist, wird halt gesagt, ja, die sind überlastet und bei Open Source die Software ist Mist. Genau das habe ich an der Stelle auch festgestellt. Hängt aber auch manchmal so ein bisschen damit zusammen, dass es einige Lösungen im Open-Source-Bereich gibt, die auf dem Markt sind, wo sich über die Usability tatsächlich nur aus bestimmten Blickrichtungen Gedanken gemacht wurden. Eben wurde das Thema Photoshop angemeldet. Ich selber bin begeisterter Hobbyfotograf und ich verwende tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, an der Stelle Lightroom, weil ich bisher noch nichts gefunden habe, was auch nur annähernd dem Funktionsumfang oder die Usability abbildet. Und das ist halt leider an der Stelle bei vielen Open-Source-Produkten so der Fall. Problem ist halt da auch wieder der psychologische Effekt. Die Leute denken in Schubladen. Das ist Open-Source, das muss schlecht zu bedienen sein. Und dementsprechend gehen die Leute auch an die Open-Source-Lösungen ran. Leider. Wie performant die ganzen Sachen laufen, ist halt auch wieder massiv davon abhängig, was an Systemen zur Verfügung gestellt wird. Microsoft hat Wahnsinnsressourcen im Hintergrund. Microsoft hat ein weltweit umspanntes, das weltweit größte Netzwerk. Klar sind die leistungsfähig. Klar können die alles aus dem Ärmel zaubern. Klar sieht das toll aus, wenn die das erstmal für kostenlos machen. Und man muss eins ganz klar sagen, Datenschutz, Datensicherheit, da haben sich die Leute gar keine Gedanken drüber gemacht, weil formal juristisch steht Microsoft prima da. Also wenn man sich verschiedene Datenschutzbeauftragte in Deutschland angucken, die versuchen da jetzt gegen vorzugehen, ich glaube, die stehen da auf ziemlich wackeligen Füßen, weil formal juristisch, also rein rechtlich, stehen die super da. Also auch nachdem das Privacy Shield Abkommen da gefallen ist, haben die immer noch diese Standard Contractual Clauses, die ziehen, die sind alle ganz prima, alle ganz toll. Dass die nichts wert sind, tatsächlich in der realen Welt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber formaljuristisch sind die erstmal okay. Also gibt es die Rechtsfiktion, dass das alles gut ist, also ist der Datenschutz auch okay. Und wir haben auch viele Anfragen von verschiedenen Kunden bei uns bekommen. Ja, wie sieht's aus? Können wir denn Microsoft verwenden? Können wir denn WebEx verwenden? Was können wir denn verwenden? Auch bei uns im Haus kam die Diskussion auf. Und was dann beim Datenschutz und Sicherheitsbedenken immer diskutiert wird, ist, wie ist die rechtliche Lage? Da wird drauf geguckt, wenn die rechtliche Lage okay ist, wird ein Haken hintergemacht und das war's. Auf das Thema Informationssicherheit und so wird dann gar nicht mehr geguckt. Man guckt halt wirklich nur datenschutzrechtlich, okay, passt. Das war's. Sicherheit? Was passiert mit meinen Daten? Würden die irgendwo abgelegt? Ganz ehrlich, ich habe bei uns in der Firma und auch in dem Kirchenbereich, wo ich unterwegs bin, wo ich auch Datenschutzbeauftragter bin, habe ich ganz klar gesagt, bei mir in der Firma bin ich Informationssicherheitsbeauftragter und da haben wir mit dem Vorstand auch gesagt, geht nicht, Zoom zu nutzen. Die haben zwar jetzt alles gepatcht scheinbar, aber wenn man sich das anguckt, bei denen läuft immer noch in Amerika alles über die Server und in China teilweise über die Server. Man kann es nicht nachvollziehen, man kann es nicht kontrollieren, man weiß nicht, was an vertrauenswürdigen Daten da eventuell eingeschaut werden kann. Machen wir nicht. Und innerhalb von einem Monat kann keine Software-Schmiede, die über 10 Jahre eine Software entwickelt hat, wirklich tatsächlich mit verhältnismäßig normalen Ressourcen, ohne die Ressourcen massiv aufzustocken, alle Fehler stopfen. Das halte ich für
mutig, das zu behaupten, dass das jetzt sauber und gut ist und funktioniert. Deswegen hatten wir uns an der Stelle tatsächlich in der Firma entschieden, geht nicht. Ich habe in der Kirche gesagt, geht nicht, wir machen da Open Source, wir setzen auf Big Blue Button. Leider ist dann aber auch da ein bisschen gegengewirkt worden, weil wir im Vorstand jemanden haben, der an WebEx rankommt und da finden jetzt viele Veranstaltungen über WebEx statt, was ich dann auch schade finde. Also werden teilweise auch Sicherheitsbedenken von Datenschutzbeauftragten und der Informationssicherheitsbeauftragten einfach weggewischt. Wie viel Open Source wird überhaupt benutzt oder verwendet? Wenn ich jetzt bei mir in die Firma gucke, hat es einen Totalschwenk gegeben in Richtung Office 365, obwohl vorher gesagt wurde, Cloud ist ganz böse. Wird das jetzt durchgängig genutzt, weil halt die rechtliche Lage da klar ist? Bei Open Source ist immer das Problem, haben wir auch Systemadministrationen, Administratoren, die es betreuen können, ist auch wieder eine Ressourcenfrage an der Stelle. Und eine Kostenfrage, weil es wird immer gesagt, Open Source ist günstig, was so nicht stimmt. Also wenn man es wirklich ordentlich betreibt, richtig einsetzt, ist es nicht wesentlich günstiger als Closed Source. Und das ist natürlich bei einem Management, was betriebswirtschaftlich auch gucken muss, ein ganz großes Thema. Deswegen schafft es auch Microsoft, Apple und Co. immer wieder in Schulen reinzukommen, weil die halt da wirklich Kampfangebote machen, weil sie wissen, da ist die Kasse lau, da ist die Organisation lau, wir können euch das anbieten, schenken euch das und haben nachher die Schüler im Prinzip der Fuchtel. Das heißt, da ist diese Lizenzfalle, die da ist, was dann auch jetzt in der Corona-Krise deutlich genutzt wurde. Wir verschenken das alles, haben die gesagt. Ja, und nach der Corona-Krise kostet es dann Geld und dann ist man in dieser Lizenzfalle drin und da kommt man auch nicht wirklich wieder raus. Danke, André, an der Stelle für diese Perspektive, vor allem auch aus Richtung Datenschutz. Oder hatte ich dich jetzt gerade komplett unterbrochen? Nee, ich war jetzt im Prinzip bei meinem Resümee. Wir waren da an der Stelle wirklich so die Frage nach, was brauche ich eigentlich, wofür und was kann ich wie einsetzen, wurde gar nicht gestellt. Ne? Also quasi Anforderungsanalyse, sagst du? Genau, das gab es nicht. Nirgends. Super, dann nehmen wir den Aspekt auf jeden Fall mit in die Diskussion, gleich bei der Zusammenfassung, wenn das in Ordnung ist. Mhm. Und dann würde ich jetzt nochmal sagen, wir haben den Ernst gleich noch und davor kommt noch der Micha. Und wenn wir uns da irgendwie auf, sagen wir mal, 3 bis 4 Minuten irgendwie beschränken können, dann kommen wir mit der Zeit auch noch auf jeden Fall hin und können noch in die Diskussion starten. Carsten, würdest du an der Stelle übernehmen? Dann, genau, wir streichen so ein paar Zitate noch raus, auch wenn sie lustig gewesen wären, aber dann käme jetzt der Micha. Also, dann gebe ich das Mikrofon mal weiter nach Berlin. Ach, und jetzt habe ich 3 Minuten, ja. Also, ich will erstmal versuchen, kurz zu erklären, wo aus welcher Ecke ich nun komme. Ich bin kein Pädagoge, ich bin Informatiker und Unternehmer, bin in diese ganze Ecke dadurch gekommen, dass ich erstmal auch Vater bin und in den letzten Jahren an den Schulen meiner Kinder versucht habe, irgendwie bei der Digitalisierung sinnvoll zu unterstützen. Und aus all dem, was ich da zusammen vor allen Dingen noch mit ein paar Freunden getrieben habe, ist auf dem letzten Kongress die Initiative Cyber for Edu entstanden. Erstmal mit dem abstrakten Ziel der Digitalisierung mit unseren Möglichkeiten irgendwie auf die Beine zu helfen und haben uns da vor allen Dingen mit Datenschutzaspekten oder mit Checklisten, die wir für not- oder relevant halten, um Softwareentscheidungen an Bildungseinrichtungen zu treffen, zu erarbeiten. Und als dann die Pandemie sich androhte oder ankündigte oder irgendwie absehbar war, dass da vielleicht was notwendig sein wird, sind wir dann dazu übergegangen, uns darum zu kümmern, erstmal Videoconferencing und Mini-Plattformen zum Austausch der Schülerschaft aufzubauen, das erstmal an den Schulen, wo wir jetzt direkt involviert waren. Das hat erstmal gut geklappt, weil wir auch das Glück hatten, da auf Pädagogen, zumindest auf eine kleine Gruppe jeweils von Pädagogen zu stoßen, die das Ganze bei sich innerhalb der Schülerschaft und auch bei den Kollegen, was mindestens eine genauso große Herausforderung war,
entsprechend zu begleiten. Und wir haben Schulungen angeboten. Und so haben wir ja da ein paar Schulen auf den Weg gebracht, die, wo wir jetzt sagen können, das hat auch mit einigen hundert Schülern und das auch über mehrere Wochen sehr gut funktioniert. Und daraus ist jetzt entstanden, dass wir inzwischen mit größeren Partnern und mit einem gegründeten Verein und mit einer noch in Gründung sich befindenden Genossenschaft InfraRun das Ganze auf noch solidere Füße stellen, vor dem Hintergrund, dass der technische Betrieb natürlich innerhalb einer Schule aus vielen Gründen, die ja eben alle schon genannt worden sind, nicht leistbar ist, dass die zuständigen Träger das absehbar nicht hinbekommen werden. Und in diese Lücke versuchen wir jetzt zu springen, um da nicht gewinnorientiert, Open Source verpflichtend und dem Datenschutz auch sehr, sehr hohen Datenschutzansprüchen verpflichtet, Services anzubieten. Nachdem jetzt dann der größte Druck bei der Pandemie dann zumindest gefühlt wieder rausgegangen ist, haben wir natürlich auch gesehen, dass Dinge wieder viel langsamer vonstatten gehen und Diskussionen sich unglaublich in die Länge ziehen. Wir sind auch gerade noch mit einem Bundesland im Gespräch, was ja einen großen Bedarf hat, vor allen Dingen, weil sie über die Landesdatenschutzbeauftragte ordentlich einen über die Rübe gekriegt haben wegen der vorhandenen Infrastruktur, wo vor allen Dingen eines der Probleme ist, dass Einwilligungserklärungen fehlen. Also es ist Infrastruktur über die letzten Jahre angeschafft worden, Lernmanagementsysteme und auch jetzt Videokonferenz und es fehlen einfach komplett für Zehntausende von Schülern und also vielmehr von den dazugehörenden Eltern die Einwilligungserklärung, also so ein kleiner formaler Fauxpas, der aber auch ein Riesenproblem darstellt, weil mal eben jetzt da zu reparieren ist schon alleine von der Arbeit her gigantisch. Was wir einsetzen ist jetzt eigentlich ausschließlich Big Blue Button. Trotzdem immer wieder Menschen auftauchen, die meinen, das geht alles nicht und das macht Probleme und man kann mit mehr als 3 Leuten das oder 8 oder sowas das nicht nutzen, haben wir inzwischen Cluster, auf denen wir halt viele Schulen mit Big Blue Button versorgen und trotz aller Bekundungen, dass das technisch alles nicht gehen soll und das die einzige gangbare Lösung Zoom sei, kann ich sagen, dass das alles ganz gut funktioniert. Und was wir noch dazu jetzt in das Paket reintun, ist Nextcloud, was vor allen Dingen von den Pädagogen angefragt wird. Also um die Arbeit der Pädagogen untereinander zu ermöglichen, rollen wir jetzt auch Nextcloud aus, was auch natürlich eine sehr große Challenge ist, weil Nextcloud ja alles und nichts ist und auch nicht, das braucht auch viel Ruhe und Geduld, das zu vermitteln und richtig zu positionieren. Und was dann vor allen Dingen auch ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen, was aus meiner Sicht immer oder fast überall nicht richtig beachtet wird, ist der Umgang mit den Accounts. Ich habe schon erlebt, vor allen Dingen auch bei meinen eigenen Kindern, dass dann an der Schule auf einmal Kinder mit 4, 5, 6 Accounts an alle möglichen Diensten, It's Learning, Rosetta Stone, Betamax, GeoGebra und was, wo nicht überall Lehrer meinen, dass man arbeiten kann, was ja auch zum Teil alles berechtigt und gut ist. E-Mail nicht zu vergessen. Also das Thema Single Sign-On und die technische Notwendigkeit, dass es total Sinn ergeben würde, an einer Schule einen Account zu haben und über den dann Mail, Moodle, Big Blue Button und was alles an Diensten genutzt werden, dann zu authentifizieren, ist mir selten über den Weg gelaufen. In der Regel endet es in einem Desaster an Accounts, was auch von der Handhabung und vom Supportaufkommen her in Riesenprobleme führt. Dann auch wenn es mir echt leid tut, dich zu unterbrechen, ich weiß ja, dass du noch ganz, ganz viel Interessantes erzählen könntest. Ich kann jetzt gerne die Klappe halten und auf Fragen reagieren.
Ja, das Gute ist ja, dass wir am Ende tatsächlich noch einen langen Diskussions- und Austauschpart haben quasi und alle, die es auch wirklich interessiert, dann da auch auf dich zukommen können. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir hatten jetzt immer schön... Sorry. Ganz kurz vielleicht noch, das hatte Michael jetzt gar nicht gesagt, also wer da Interesse hat, der Verein, ihr könnt auf die Internetseite gucken, die treffen sich immer dienstags und da kann man natürlich auch in Ruhe dann noch mehr Fragen stellen und da ist auch viel mehr Zeit darauf einzugehen. Das stimmt. Die Infos finden sich auf der Internetseite. Das heißt, da hat natürlich Michael auch viel mehr Freiraum, in Ruhe zu antworten und so weiter. Jens, bitte. Super. Dann werden jetzt immer schön abwechselnd quasi einen Bericht quasi aus dem Bereich der Bildung und Schule und dazwischen immer wieder auch aus der realen Arbeitswelt, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich jetzt, dass wir noch kurz auf jeden Fall einen Bericht vom Ernst hören. Ernst ist freiberuflich tätig und findet Free and Open Source Software prinzipiell gut. Er hat aber so schön gesagt, er lebt den Konflikt zwischen Pragmatismus und Anspruch. Außerdem ist er ehrenamtlich in der Technik einer Kirche tätig und hat da ganz viele spannende Sachen zu berichten. Und da würde ich jetzt auch sagen, Ernst, wenn du dich irgendwie so auf 3 bis 4 Minuten irgendwie einkürzen könntest, weil dann haben wir noch genügend Zeit für die Diskussion. Ernst, ich freue mich, dass du da bist und übergebe jetzt einfach an dich, wenn es recht ist. Ja, ich bin selbstständiger Lektor und ich mache alle möglichen Dienstleistungen für Verlage, also Übersetzung, Manuskriptbeurteilung, vereinzelt auch irgendwie technische Übersetzung und schaue auch das ein oder andere Paper durch. Ja, Jens hatte mich gebeten, ein paar Worte aus dieser Perspektive eines Selbstständigen zu sagen, wobei ich ja natürlich auch nur ein sehr kleines Segment abbilde, weil ich glaube, es ist recht übersichtlich, wie viele freie Lektoren so unterwegs sind. Und meine Softwareanforderungen sind auch nicht wirklich komplex. Das ist meistens Textverarbeitung, hin und wieder mal Grafikdesign. Also wenn ich mal ein Layout zugeschickt bekomme oder ähnliches. Also grundsätzlich habe ich eigentlich eine große Freiheit. Also ich kann ja arbeiten, womit ich will. Das interessiert ja meine Kunden nicht unbedingt, was für ein Betriebssystem ich benutze oder welche Textverarbeitungssoftware ich nehme. Auf der anderen Seite bin ich auch an meine Auftraggeber gebunden, was jetzt irgendwie Abgabeformate angeht. Also ich so ein Problem, ich bekomme zum Teil Vorlagen geschickt, die ich dann hineinarbeiten soll. Das dann hat eine Firma, wo es ein Verein hat mir dann im Bereich technische Übersetzung eine Word-Vorlage geschickt, die ich dann reinarbeiten sollte. Und da hatte ich jetzt auch nicht so die Wahl, da irgendwie eine Alternative vorzuschlagen. Oder ich habe auch schon ganz unprofessionell in eine Layout-Datei hinein übersetzt, die im Programm des großen Grafikprogramm-Monopolisten gebastelt wurde. Gut, da bin ich eben an meinen Arbeitgeber gebunden. Und dadurch, dass ich auch Geld verdienen möchte, mache ich da meistens nicht so den großen Widerspruch, sondern nehme das halt hin. Was ich so als Selbstständiger erlebt habe während der Corona-Pandemie oder während des Lockdowns, sage ich mal, ich hatte jetzt nicht so die große Umstellung auf Homeoffice, da Homeoffice für mich Alltag ist. Dadurch sind jetzt auch nicht große Bedürfnisse an irgendwelchen Collaboration-Tools angefallen. Natürlich habe ich auch den großen Aufstieg der Konferenzprogramme mitbekommen. Und habe da auch mit unterschiedlichen Konferenzprogrammen arbeiten müssen. Die paar Treffen, die ich quasi im Meetspace hatte, die wurden dann per Videokonferenzsoftware gehandelt. Das eine Treffen, das ich selbst initiieren durfte, das habe ich mit Jitsi gemacht. Wir waren auch nur wenige Leute, weswegen es jetzt auch keine technischen Probleme gab. Und die Leute waren auch sehr überrascht, dass das ja so gut funktionieren würde. Und dass sie das ja auch gar nicht kennen würden. Also insofern, das ist zumindest ein kleiner positiver Punkt. Ansonsten hat sich bei mir so gar nichts geändert. Also ich sehe auch nicht, dass meine Auftraggeber irgendwie in Zukunft auf andere Software umsteigen würden. Das ist, was ich spannend fand, ich hatte einen Auftraggeber, bei dem hatte ich ein Nextcloud-Konto. Das war allerdings mit einer E-Mail-Adresse beim Verlag verknüpft. Und dadurch habe ich die ganzen internen Memos bekommen, die ich eigentlich nicht unbedingt hätte lesen dürfen. Der wurde dann auch folgerichtig eingestellt, als ich das mal angemerkt habe. Allerdings wurde dann damit auch direkt der Nextcloud-Account gelöscht. Und bis heute gibt es keine bessere Lösung, wie ich den irgendwie große Datenmengen zukommen lassen soll. Das ist ein bisschen schade. Der andere Bereich, mein Ehrenamt in der Kirche, das ist schon so ein bisschen positiver. Wir haben aber auch einen sehr kompetenten Datenschutzbeauftragten, der
haut uns dann auch schon öfter, oder was heißt hier uns, aber der haut schon mal öfter auf die Finger, wenn Dinge angesprochen werden, die so gar nicht gehen. Und obwohl wir da viel Freiheit haben in der Technik, das zu benutzen, was wir wollen, also ich, da kann ich dann auch tatsächlich mich als großer Champion der FOSS-Programmer hervortun. Also wir machen jetzt unseren Livestream mit OBS zum Beispiel oder benutzen eine Open-Source-Präsentationssoftware und das funktioniert ganz gut, aber das ist auch personengebunden. Also wenn dieser Datenschutzbeauftragte, der gleichzeitig auch in der Technik tätig ist, wenn er und ich jetzt nicht mehr da wären, weshalb auch immer, dann bin ich mir sehr sicher, dass die Leute dann wieder auf die komfortabelste Lösung umsteigen würden. Also da herrscht auch, um jetzt auf das Thema Datenschutz einzugehen, ich habe das Gefühl, da herrscht sehr wenig Bewusstsein für Datenschutz, obwohl wir ja als Kirche eigentlich sehr viel, sehr wichtige Daten zu schützen hätten. Aber das wird dann immer so ein bisschen sardonisch kommentiert, wenn man jetzt zum Beispiel in einem live gestreamten Gottesdienst keine Kranken mehr nennt oder keine Geburtstagsdaten oder so ähnliches, dann ist das immer so ein, ja, man darf das jetzt ja nicht mehr. Also wo mir persönlich einfach das Bewusstsein dafür fehlt, was das bedeutet. Und ich glaube, ich kann das auch ein bisschen verallgemeinern, dass ich halte es auch für ein größer gesellschaftliches Problem, dass das oft sehr abstrakt gehandhabt wird, so Datenschutzbedenken. Das ist, ich glaube, die meisten Leute haben nicht so die Vorstellung davon, was denn da eigentlich mit ihren Daten passiert oder was ihre Daten überhaupt sind. Und da fehlt so komplett der persönliche Bezug. Dann wird das eben oft irgendwie so abgecancelt. Ja, das sei diese blöde Datenschutzgrundverordnung. Oh nee, das macht uns jetzt das Leben sehr viel komplizierter. Genau. Ja, das wäre auch so mein Plädoyer. Mein persönliches Plädoyer. Ich würde einfach hoffen, dass das irgendwie mehr so in den persönlichen Raum gezogen wird, dass dein Bewusstsein verwächst, dass so Daten eigentlich schützenswert sind. Genau, das. Super. Vielen Dank, ja. Also einmal so diesen Datenschutzaspekt und natürlich auch die Beobachtung, dass viel einfach auch an einzelnen Menschen hängt. Ich würde jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mal kurz auf die Zusammenfassung eingehen ich bin jetzt einfach so frei, ich fasse das meinen eigenen Worten zusammen und wir kommen jetzt gleich noch zum Diskussionsteil. Das heißt also, wenn ihr euch falsch wiedergegeben fühlt, dann fühlt euch frei, gleich das im Diskussionsteil auch zu sagen. Ich freue mich auch auf Rückmeldungen aus dem Publikum, aus der Audienz, wenn auch nur virtuell. Schade, dass es dieses Jahr nicht vor Ort stattgefunden hat, aber fühlt euch frei und eingeladen, da auch gleich noch zu beizutragen und eure Diskussionspunkte auch anzubringen. Fangen wir mal mit Carsten an, der die Lücke zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand halt auch gut thematisiert hat und die ganzen Themen, die da gerade auch an Schulen zu finden sind. Der Micha hat ja auch noch sich dazu geäußert, ein sehr weites Feld. Dann, ich persönlich würde mir halt vor allem mehr gesamtgesellschaftliches Mitdenken wünschen. Also auf der einen Seite inszenieren sich Firmen halt als Wohltäter und werden auch so wahrgenommen, auf der anderen Seite finde ich, ist die gesamtgesellschaftliche Komponente da irgendwie ein bisschen außen vor gekommen. Und ich finde, wir müssen jetzt eine Diskussion nachträglich führen, die wir besser vorher hätten geführt hätten, weil die ganzen Aspekte waren ja vorher auch bekannt. Dann der Basti hat nochmal aus einer ganz anderen Perspektive auch uns teilhaben lassen. Vielen Dank dafür. Und er wünscht sich halt positive Workflow-Änderungen, die nicht nur im Notfall halt konsequent umgesetzt werden und spricht da halt auch so ein bisschen an, dass Free- und Open-Source-Software da halt auch so ein bisschen in der Marketing- und vielleicht auch in der Komfortschuld ist. Dann André, er hat es so schön zusammengefasst, man muss den Mitarbeitern auch mal sagen, was geht und was nicht. Als Datenschutzbeauftragter hat er natürlich auch nochmal einen besonderen Blick da drauf und die Frage ist halt, nehmen wir das, was vermeintlich professionell aussieht, und vor allem haben wir Bedarfsanalysen und vor allem haben wir Datenschutzfolgeabschätzungen. Das sind so Begriffe, mit denen wahrscheinlich viele Leute auch nicht wirklich was anfangen können. Also es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Komponente. Ja, und Ernst, um es nochmal kurz zusammenzufassen, am Schluss hat uns ja nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen Datenschutzbedenken kleinreden und sich da Pragmatismus, Halbwahrheiten und der berühmte Fancy-Faktor bei Software halt aber auch vermischen. Und er wünscht sich halt weniger Abstraktion und mehr praktischen Bezug zum Datenschutz. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einigermaßen richtig wiedergegeben. Ansonsten fühlt euch frei, jetzt auch in die Diskussion mit einzusteigen. Ja, gibt es Rückmeldungen von denjenigen, die jetzt gerade auch sich gemeldet haben und auch was gesagt haben? In der Chat war ja auch sehr viel Diskussion zu sehen. Und ansonsten aus der Audienz vielleicht, wenn sich jemand... In der Tat, also wir haben noch nicht mehr wirklich viel Zeit.
Deswegen macht wahrscheinlich eine große Diskussion nicht mehr viel Sinn. Es können wohl noch ein paar Fragen gestellt werden. Allerdings, wobei, jetzt läuft parallel die Keynote, das heißt, wir haben eigentlich Zeit. Wer zur Keynote rüber möchte, bitte rübergehen. Ich würde euch die Mikrofone freigeben und kurz die Anleitung posten, wie ihr das Audio connecten könnt, dass ihr mitsprechen könnt. Wenn das unseren Speakern als Format für die Fragerunde und Diskussionsrunde jetzt gefällt. Ja, gefällt uns. Okay, dann sind Mikrofone jetzt freigegeben. Seid lieb zueinander, sonst muss ich sie wieder blocken. Und die Anleitung folgt sofort. Ja, ich sehe auch schon die ersten, versuchen es gerade schon. Sonst könnt ihr auch gerne Fragen noch in den Chat schreiben. Und ja, wenn ihr sie beantwortet, falls ich sie nicht vorlesen sollte, bitte vor der Beantwortung kurz einmal vorlesen. Ja, Carsten, vielleicht könntest du noch kurz was dazu sagen, was du gerade in den Chat noch reingepostet hast. Genau, das könnte ich mal durchlesen. Das ist ein Statement, was ich eben weggelassen habe von einer Lehrerin aus dieser besagten Stadt nördlich von Köln. Entschuldigung für die ganzen Absätze, das hat irgendwie mit dem Copy-Paste gerade nicht so richtig funktioniert. Sagt da vielleicht noch ein bisschen was mehr zu, das wird im Recording nicht zu sehen sein. So, genau, vielleicht gerade mal gucken, ob jemand eine Frage hat. Ich erzähle einfach mal so lange. Also eine Lehrerin aus einer Stadt, aus dieser Stadt von Köln, die hat dann auch erzählt, dass bei dieser Schulschließung diese Schulschließung einen Effekt hatte, dass die Stadt etwas erlaubt hat, was vorher irgendwie die ganze Diskussion nicht geklappt hat, dass halt dann Moodle eingerichtet werden konnte, was sie dann auch auf Eigeninitiative gemacht haben. Da war dann auch genug Personal, das wirklich Ahnung hatte. Und damit haben sie sich dann quasi selber ein System erzeugt. Aber obwohl die Lehrerin seit Jahren das Bedürfnis hatten, ein LMS zu bekommen, dann hat es halt erst durch Corona funktioniert. Und von der Stadt wurde halt vorher immer nur angekündigt, ja, irgendwann bald gibt es halt auch dieses Office 365, was dann in anderen Schulen existent war. Dann haben die dieses Moodle von 2 Tagen aufgesetzt und dann konnten alle Lehrer darüber den Distanzunterricht machen. Während die Stadt dann in den Sommerferien nicht geschafft hat, Moment, ich muss gerade mal selber gucken, während die Stadt auch über die Sommerferien nicht hinbekommen hat, dieses Moodle 3 von, dieses Office 365 dann für die Schule bereitzustellen. Das heißt, hätten die sich nicht selber um das Moodle gekümmert, wäre da im Prinzip nichts vorhanden. Und die hätten nur über E-Mails weiter Kontakt zu den Schülern halten können. Oder über das, was die dann selber haben. Das heißt, eins haben eine Nextcloud oder was auch immer. Aber wirklich dann nur private Ressourcen genutzt. Und auch da ist diese Datenschutzdiskussion komplett außen vor. Habe ich ja eben schon mal erwähnt. Sie schrieb halt als Abschlusssatz, es ist nicht nachvollziehbar, dass das Bildungsministerium es nicht seit Jahren hinbekommen hat oder seit Jahren nicht hinbekommen hat, vernünftige Open-Source-Software für die Bedürfnisse von Schulen zu entwickeln. So, bevor ich jetzt mal weiterzähle, wie sieht das denn aus mit Fragen aus der Runde? Der Basti hat eine Frage. Du darfst auch gerne dich laut dazu äußern. Meinst du mich? Ja, genau. Du hast ja eine Frage hier in den Chat gestellt. Und ja, genau. Ich hatte nur, da ich wirklich nicht so ganz immer so in diesem Free-Open-Software-Thema drin bin, hatte ich mich jetzt wirklich nur gefragt, ich habe auch in den Chat reingeschrieben, wie das Leute im Chat sind, es hinzubekommen, so einen Spagat zu lösen. Also ich merke das jetzt aus meiner Erfahrung in der Firma auch davor, dass es natürlich, wir haben sehr viele verschiedene Altersgruppen bei uns drin und jeder hat einen anderen Kenntnisstand. Ich gehe selber immer vom dümmsten anzunehmenden Nutzer aus und es geht immer noch dümmer, habe ich gemerkt, ohne es despektierlich zu meinen. Dümmer heißt für mich auch, dass man vielleicht gar nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat und gleichzeitig versuchen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, komplexere freie Software einzubringen, weil ich verzweifle persönlich schon selber öfters mal daran, wenn es
vermeintlich komfortable kommerzielle Software ist, den Leuten das näher zu bringen, weil das so ein bisschen auch mit in meinen Aufgabenbereich dazugehört und ich als für wichtig erachte, dass alle mitgenommen werden. Denn nur wenn man die breite Masse damit erreicht, kann man auch dafür sorgen, dass eine bestimmte Software angenommen wird. Und bei mir ist manchmal das Gefühl, das ist jetzt meine private Meinung, dass man da bei freier Software manchmal doch noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden muss. Das ist jetzt rein subjektiv. Ich weiß nicht, wie das Leute im Chat sehen. Würde mich interessieren. Kann ich mich mal kurz so äußern? Ich habe es geschafft, meine fast 80-jährige Schwiegermutter dazu zu bringen, auf einem Linux-PC zu arbeiten. Und das funktioniert hervorragend. Die Sache ist, glaube ich, da, ich nenne es mal böse, das Prinzip, was Apple anwendet. Man muss den Leuten schon ein bisschen was an die Hand geben und sie entsprechend etwas führen in der Benutzerführung. Der Nachteil von Open Source Software, gerade im Bereich Linux, ist oft, man hat so viele Möglichkeiten. Und die Leute kommen mit vielen Möglichkeiten oft nicht gut klar und das ist so das Problem. Das wirkt dann sofort unkomfortabel, nur weil man einen Button mehr hat oder einen Button zu wenig. Stimmt. Darf ich da gerade einhaken, André, weil was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Zunächst einmal, ich kann die Erfahrungen, die da Carsten gemacht hat im Schulbereich, nur bestätigen. Ich hatte vor vielen Jahren dort auch mal einen Einsatz in sogenannten erweiterten Realschulen und eben bei dem Vortrag so ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis. Zu meiner Schulzeit war bei uns State of the Art das Sprachlabor, das aber nie benutzt wurde, weil die Lehrer es nicht bedienen konnten und weil wir keine Lehrkassetten hatten. Heute scheint es offensichtlich so auszusehen, dass wir entweder keine gescheite Hardware haben oder wenn wir gescheite Hardware haben, dann kann sie keiner bedienen. Andererseits kann ich zum Beispiel aus Frankreich berichten, dort hatte ich die Tage Kontakt mit einem Menschen aus der Verwaltung, wo man halt in den allgemeinbildenden Schulen sämtliche proprietäre Software und proprietäre Datenformate verbannt hat. Ähnlich hat man es auch in der Verwaltung gemacht, in dem Sicherheitsbereich. Und ich muss mich allen Ernstes fragen, warum ein Industrieland wie Deutschland es 2020 noch nicht einmal hinbekommt, einen Fernunterricht anzubieten, den man zum Beispiel in Australien schon als School of the Air seit Jahrzehnten kennt. Davon habe ich schon zu meiner Schulzeit, und die ist 40 Jahre her, gehört. Das kriegen wir nicht auf die Reihe, aber ich denke, das Kernproblem ist wirklich, dass ein Großteil der Schüler, vor allen Dingen solcher Schüler, deren Eltern nun mal nicht mit finanziellen Gaben gesegnet sind, einfach abgehängt sind. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass es ein Staat wie Deutschland nicht hinbekommt, jedem Schulkind heute ein Notebook zur Verfügung zu stellen, auf Mietbasis, beziehungsweise dass diese Geräte einheitlich geleast werden, einheitlich konfiguriert sind und dass diese Geräte dann eben als Lehrmittel zur Verfügung gestellt werden. In Großunternehmen war es überhaupt kein Problem, umzustellen auf Homeoffice. Das musste einfach funktionieren. Und in Schulen hat man es da zum Teil mit Argumentationen zu tun, die nicht mehr nachvollziehbar sind. So nach dem Motto, ja, wir brauchen unbedingt Microsoft Office, weil nur damit können wir Textverarbeitung und Tabellenkalkulation machen, mit nichts anderem. Ja, das wäre ungefähr so, als wenn man nur mit einem Füllfederhalter einer bestimmten Marke das Schreiben lernen könnte. Es ist irgendwo nicht nachvollziehbar und da ändert sich auch nichts dran, wenn wir jetzt die Schulen mit irgendwelchen digitalen Whiteboards ausstatten. Ich denke, hier fehlt einfach der politische Wille, eine einheitliche Struktur aufzubauen und zu sagen, okay, das ist jetzt halt eben der Schulcomputer und der ist mit diesem Betriebssystem ausgestattet und mit dieser Software ausgestattet und der ist bundesweit in allen beispielsweise Gesamtschulen gleich. So wie wir das zum Beispiel in Frankreich haben, ja, wo es diese Problematik gar nicht gibt. Und dort spielt es auch letztlich keine Rolle, wo das Kind seinen Wohnort hat und welche Datenleitung dort vorhanden ist. Ja, man schafft dort einfach die Infrastruktur, damit ein Kind, das beispielsweise auf dem Land wohnt, eben nicht benachteiligt ist und abgehängt wird. In Deutschland kriegen wir das offensichtlich irgendwie nicht auf die Reihe. Dankeschön.
sag da gerade mal zwei Sätze zu. Also gerade was die technische Ausstattung angeht, geht es ganz aktuell. In NRW tut sich ja tatsächlich etwas schneller was als in vielen anderen Bundesländern. Es werden Geräte besorgt, insbesondere jetzt erstmal für Lehrer, für Schüler ist es teilweise auch geplant, da sollen ja Gelder fließen und so weiter. Da entsteht direkt das nächste Problem. Also in meiner aktuellen Schule wurde ich halt gefragt, welches Gerät ich haben möchte und so weiter. Das wird jetzt auch an anderen Schulen kommen. Das ist wieder keine zentral gesteuerte, gut überlegte, geplante Aktion, sondern es wird dann eher schnell entschieden. Es wird von Städten, Regionen, ich weiß nicht, wo genau die höchste Instanz ist, die das mitentscheidet, aber es ist sehr lokal begrenzt. Entschieden, welche Geräte gekauft werden, was da gewählt werden kann, ohne langfristig zu planen. Wer kümmert sich darum, wer administriert das Ganze, wer wartet die Geräte. Die sind natürlich, das habe ich eben gar nicht erwähnt, ich glaube, das ist selbsterklärend. Alles, was in der Schule an Betriebssystemen genutzt wird, von Lehrern, Schule und so weiter, auf den Geräten, die kommen, ist natürlich Windows, selbsterklärend. Und da die Geräte, die kommen, dürfen natürlich nicht mehr als 500 Euro kosten. Dafür kann man vielleicht was einigermaßen auch was bekommen. Dann gab es auch den Vorschlag, man könnte ja auch alternativ Tablets nehmen zu Laptops. Aber ein Tablet, damit das komplette Homeschooling machen, ist natürlich fast unmöglich. Für den Unterricht selber wäre natürlich mindestens ein Stift dann praktisch. Mit dem Tablet Unterricht machen per Homeschooling ist natürlich fast unmöglich. Das heißt, es treten ganz viele andere Probleme auf, die jetzt durch diese Ad-Hoc-Entscheidung dann auch wieder neu entstehen. Das heißt, es passiert jetzt was, aber wieder übers Knie gebrochen und wieder nicht zentral organisiert, dass es einigermaßen einheitlich ist und auch geplant, wer das dann administriert und so weiter. Und für die Schüler, da gab es ja dann, dass die einen Antrag stellen konnten für staatliche Unterstützung von, ich glaube, 300 Euro. Ist natürlich auch fraglich, für 300 Euro ein komplettes Equipment kaufen, wird schon ein relativ starker oder ein relativ großer, wie kann man es nennen, Contest, wie auch immer, Anspruch. Schwierig. Ja, wenn ich mit Microsoft Windows 10 arbeiten will, stimme ich dir dazu, da wird mit 300 Euro nichts zu machen sein. Es ist für wesentlich weniger Geld zu realisieren. Ich habe es bereits realisieren können. Aber was du schon sagst, hier wird immer das eigene Süppchen gekocht. Jeder, ich sage jetzt mal, Regionalfürst glaubt hier seinen eigenen Beitrag geben zu müssen, und ich möchte einfach meinen Beitrag damit beenden. Es gab früher mal so einen Spruch, als es noch diese gedruckten gelben Seiten gab, ja, vielleicht hätten Sie jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Es gab hier noch eine Frage aus dem Chat von Imker. Ist das in Frankreich zentral geregelt oder ist das ein Inselleben wie hier? Kannst du dazu noch kurz was sagen? Oder? Ja, kann ich was zu sagen. Es gibt also einen offiziellen Beschluss der Assemblée Nationale, also der Pendant des Deutschen Bundestages. Man hat in Frankreich einfach ausgedrückt, in allen öffentlichen Bereichen, inklusive dem Sicherheitsbereich, also sprich der Polizei, dem Militär, der allgemeinen Verwaltung, im Schulwesen, im größtenteils auch im Krankenhausbereich, in den medizinischen Zentren, die es dort gibt, alle proprietäre Software und Hardware verbannt. Man setzt in der Regel eine französische Linux-Distribution ein, die auch für den französischen Bedarf entsprechend angepasst worden ist. In vielen Schulen haben die Kinder vom Staat ein gefördertes Notebook. Ich kann dir jetzt leider nicht genau sagen, was das für eins ist. Darauf läuft dieses Linux, und soweit ich weiß, haben die Grundschüler auch ein Grafiktablett dabei, wo sie halt das Schreiben mit einem Stift lernen. Also es ist überhaupt kein Problem. Schüler, die, sage ich jetzt mal, für ihre Hausaufgaben die also irgendwo auf dem flachen Land in Frankreich sitzen, wo also die Struktur jetzt mit DSL nicht vergleichbar ist mit Deutschland, denen hat man zum Teil irgendwelche Surfsticks angeboten, damit sie halt übers Mobilfunknetz, über LTE arbeiten können. In Extremfällen sogar die Satellitenanbindung, damit das funktioniert. Vielen Dank für die Antwort. Dann ist die Frage, gibt es sonst noch Wortmeldungen aus dem Plenum? Eine Kleinigkeit vielleicht noch von meiner Seite. Ich hatte über eine Freundin mitbekommen, deren Mutter an einer Waldorfschule in Mönchengladbach unterrichtet, dass dort jetzt zum Beispiel für die Kommunikation zwischen Lehrkräften und den Eltern der Schülerinnen und Schüler Threema zum Einsatz kommt und die Schule für alle Lehrkräfte Threema-Lizenzen gekauft hat und da gerade auch sehr selbstständig, wo ja eben die Waldorfschule auch als Negativbeispiel genannt wurde, da selbstständig
gerade sehr viel Energie selbst reinsteckt und sehr viel Privatgeld. Nur als kleiner Kommentar so. Ja, also es ist ja schön, dass es auch positive Beispiele gibt. Also bei Waldorfschulen ist wahrscheinlich dasselbe Problem wie bei allen Schulen, dass es dann Länder, regionsunabhängig, also dass die eigenständig agieren und sich nicht alle deutschlandweit dann absprechen. Ja, sind allerdings zum Glück halt nicht so sehr an Vorgaben des Landes gebunden. Ja, aber dafür an die Finanzen, die sie selber verwalten. Und dann exakt. Ja. Da kommt gerade noch mal ein Chat was rein zu dem Thema Standard Contractual Clauses. Habe ich eben, glaube ich, versucht klarzustellen. Ich sehe die auch problematisch, sind aber formal juristisch gültig, nach wie vor. Sie sind in Diskussion, ja, aber sie sind nicht wieder Privacy Shield gekippt worden. Das heißt, formal juristisch gelten die. Das ist einfach so und damit gibt es eine Rechtssicherheit für die Unternehmen und da stürzen sie sich natürlich drauf. Den gibt es so in der Form, ohne eine zusätzliche Prüfung im Open-Source-Bereich nicht. Das ist natürlich auch ein Riesenargument dann an der Stelle, für die Rechtsabteilungen Unternehmen sich eventuell dann doch für Closed Source zu entscheiden, obwohl die Lage eigentlich ein bisschen wackelig ist. Ich meine, Privacy Shield zu kippen hat 7 Jahre gedauert. Wie lange wird es dauern, die SCC zu, also diese Standard Contractual Clauses zu kippen? Das ist die Frage. Was wir gerade die Frage noch vorlesen, André? Ja, es ging einfach darum, hier Guest Charlie 462 hatte sich dazu geäußert, dass kurz das Privacy Shield zur Diskussion kam, MS Teams. Also zwischendurch kam das Thema Rechtsgrundlage beispielsweise für MS Teams aus. Ohne Privacy Shield sollten die Standardvertragsklauseln nun Rechtssicherheit für den Einsatz geben. Aber nach meinem Verständnis sind die eigentlich auch wertlos. Das ist richtig, das sehen auch viele so. Die Standardvertragsklauseln können die schönsten Datenschutzversprechungen können die Datenschutzversprechungen enthalten. Am Ende muss ja ein US-Unternehmen aber dem Gesetz beugen, also den eigenen Geheimdienstzugriff geben, selbst wenn die Server nicht in den USA sind, Cloud Act. Genau, sehe ich auch so. Am Ende ist das einfach nicht mit dem europäischen Gesetzen kompatibel, egal was in den Standardvertragsklauseln steht. Jein, wie gesagt, es gibt im Moment die Rechtsfriktion, dass das so okay ist. Es gibt kein Kippen der ganzen Angelegenheit. Es wird von sämtlichen Datenaufsichtsbehörden akzeptiert. Und die, also ich kann jetzt keine juristische Aussage dazu treffen, weil ich selber kein Volljurist bin, aber es wird juristisch akzeptiert. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Und deswegen schmeißen sich die Leute genau da drauf. Danke, André. Es gab noch andere Wortmeldungen, habe ich gerade gesehen. Gibt es ansonsten noch weitere Fragen oder Anmerkungen von eurer Seite? Weil ansonsten, Carsten, würde ich sagen, können wir an der Stelle einfach mal Danke sagen für die viele Beteiligung, für die Leute, die sich auch währenddessen noch mit einem Statement dazu gemeldet haben. Und genau, vielen Dank. Carsten, möchtest du auch noch was sagen? Noch ganz kurz vielleicht einen Satz, weil das eben auch nur im Chat lief und da jetzt gerade zum Datenschutz. Also nochmal der Hinweis, bei Schulen Datenschutz ist nicht genauso unter wie Forst. Also das, bevor jetzt irgendwie dann, wie sich da Gedanken macht, ich habe das eben im Chat geschrieben, es gibt an den Schulen meistens eine Person, die Datenschutzbeauftragter ist, und die Person ist nicht geschult. Die wird einfach auch genauso auserwählt. Das heißt, die bekommt diese Aufgabe und darf dann ein bisschen rummappern, wenn sie denkt, da passt irgendwas nicht oder es gibt Datenschutzkonform. Das heißt auch noch lange nicht, dass das aufgehört wird. Ja, genau. Aber genau, danke schön für die Aufmerksamkeit, für das Interesse. Ich hoffe, es war in irgendeiner Form interessant. Und genau, das wäre es dann auch von meiner Seite, wenn es keiner mehr Fragen hat. Ja, vielen Dank für euren Talk. Super interessant, top Diskussion. Ja, danke euch, hat Spaß gemacht.